Das ist vom Beat It. Nein. Thriller. Thriller 5. Ich kenne Michael Jacksons berühmtester Song Purple Rain auswendig. Du bist Fan, ne? Ich bin Fan, ja. Du bist Fan der ersten Stunde. Beste Rolle, Klorolle. Ich arbeite im Theater. Echt, was machst du da? Ich verteile Rollen. Oh, das ist schwer. Nö, jede Toilette nur eine. Wer ist der Dick Tracy-Schauspieler nochmal hier? Der Dünn Tracy. Bonnie und Clyde? Dünn ohne Kleid. Dünn nackt. So, nach dem zweiten Jab von Anthony Joshua gegen den Oberkörper von Ngannou, hat der Ngannou eine linke geworfen und der Joshua so, guck, einfach drunter. Und da habe ich mir gedacht, wow, der ist viel zu schnell für den. Viel zu schnell. Und da habe ich gemerkt, okay, ist vorbei. Ich habe das beim Aufwärmen schon gesehen. Hm. Es wäre Lucky Punch vielleicht. Das so. Wird ein gar nichts. Das wird ein gar nichts. Bei Macis gab es einen Totalausfall. Weltweit. Alle Computer, du konntest nicht mehr bestellen. Massenpanik, Leute waren verhungern. Keine Cheeseburger. Verhungern. Aber weißt du, was die Ironie wäre? Wenn dann die Eismaschinen funktionieren. Sollen wir anfangen? Ja, wir können auch Schluss machen. So, ihr Stümper. Boah, was ist das? Leck los. Leck los. Wie dreckig, ne? Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Das war Beethoven. Shine bright like a diamond. Herzlich willkommen zu Grohmann Sport, die Eden des März. Wir nehmen gerade am 15. März auf. 44 vor Christus wurde damals Cäsar dingfest gemacht und seitdem wird dieses Datum gerne benutzt, um Sachen, um Leute von hinten abzustechen. Aber wir machen heute nur ein bisschen Spaß. Wir wollen nur spielen. Willkommen, willkommen. Du auch, Cäsar wurde geschenkt, Junge. Arme Caesar. Das ist krass, also Eden des März. Wusste ich gar nicht, dass das daherkommt. Ne? Also Eden ist wohl das lateinische Wort für Mitte des Monats. Mitte des März, das ist der 15. Ja. Und am 15. Hütet euch März vor den Eden des März, hat er gesagt. Eid. Und Eid. Fest. Mr. X. Mr. X schon wieder in der Haus. Mr. Bigs in the Tricks. Ich finde, wir sollten mit ihrer Kette rasseln, damit wir sie besser hören. Bevor dann sie bin ich hier Tanzbär oder was? Das mit Trommeln und Trompete. Es gab auch einen Film, glaube ich, mit George Clooney, der hieß die Eden des März. Ja. Das war so ein politischer Film. Ich glaube, es wird generell im politischen Kontext gerne benutzt, um zu sagen, watch out, people are behind you to get you. Hatte ja auch was Politisches, ne? Die Ermordung von Cäsar. Ein bisschen. Ich sag mal so, da wollten die in Solingen mal wissen, ob die Messer scharf genug sind. Ja, ja. Früher hießen die Brutus, heute hießen die Pischeltier. Immer noch einer der besten Zitate von... Du, du Pischeltier. Pisch, pisch. Der erste Lacher heute Abend. Guten Abend. Ich habe noch einen der besten Zitate von Terence Hill und Bud Spencer, wo der Typ mit dem Messer um die Ecke kommt und dann fragt er so, was hat er da? Und dann sagt Terence Hill so, eine Ansichtskarte aus Solingen. Diese Synchronisation aus dem Rainer Film. Brand, Rainer Brand, der Meister. Ich Junge, weiß gar nicht, oder wenn die sitzen im Restaurant, da bestellt der Bud Spencer zwei Eier und sagt, was, jetzt waren es nur zwei Eier. Die sind auch ein bisschen größer geworden. Da kommen so zwei große Strauß Eier. Nein, das war bei der Big Mama zu Hause. Bei ihr zu Hause. Da hat er den ja jahrelang nicht gesehen. Das Beste meinte, war, hast du nur zwei, früher hast du 20 gegessen. Ja, alles ändert sich. Auf einmal kommen die mit so Strauß Eier. Da habe ich letztens mit jemandem drüber geredet, durch Zufall, weil wir überlegt haben, welche dieser Filme, natürlich jetzt die beiden ausgeschlossen, weil das geht immer noch, hat überhaupt die Zeichen der Zeit überstanden. Weil manche Filme ist ja extrem cringe heutzutage, sich anzugucken. Zum Beispiel leider Adriano Celentano. Kann ich nicht mehr gucken. Obwohl, der mit Ornella Muti ist schon lustig. Der ist böse, der Film. Der ist super. Richtig böse, der ist der Film. Die gibt ihm so ein Offer, der haut mit seinem Eimer auf. Der ist super. Ich werde also, es gibt wirklich Sachen, wo man sich heute wohl so ein bisschen für, also schämt, dass man sie als Kinder geguckt hat, aber es nicht, haben nicht die Zeichen der Zeit überschritten. Du hast eine andere Perspektive gehabt. Genauso, wenn du von einem Hochhaus stehst als kleines Kind, das sieht so groß aus. Heute gehst du vor und sagst, du kannst hochspringen. Heute fährt er durch den Zahnbusch. So, warum sind die heute alle so klein? Und hässlich, ja. Nee, aber es gibt ja wirklich so Sachen, die man in der guten Erinnerung behalten hat und dann guckt man sich nochmal an und denkt so, naja. Nö, es gibt immer, also bei zum Beispiel Louis de Funès und Terence Hill und Bud Spencer kann ich mir immer angucken. Und Jackie Filme sowieso. Ich wollte wieder mal auf die Rabbi Jacob Reihe, wollte ich mal wieder drauf. Ja, das ist sowas, weil ich habe so viele Polizistenfilme auch jetzt in Frankreich gesehen, aber ich wollte jetzt mal wieder Rabbi Jacob gucken. Da bist du aber sehr rabiat. Rabbi Jacob. Ja, doch. Beste Szene, dass er in die Synagoge geht und die machen alle zu dem so. Und dann war größtes. Der Typ war der beste Schauspieler aller Zeiten, aller Zeiten. Der hätte von mir jede Woche einen Oscar bekommen, jede Woche. Aber Oscar, ja, um das abzuschließen, ne? Unsere Wetten waren ja wohl alle von Arsch. Nein, alle. Ich war ganz gut dabei. Was? Ich war ganz gut dabei. Barbie kriegt auf jeden Fall zwei, hast du gesagt. Hab ich gesagt. Nee. Hab ich nicht gesagt. Ich war der Beste. Ich hab gesagt, auf jeden Fall zwei. Also fangen wir mal an. Bester Film, waren wir uns ja alle einig. Oppenheimer. Oppi. Ja. Bester Schauspieler, waren wir uns alle einig. Hier, Killian Dion. Haben wir auch gesagt, Killian Dion. Killian Dion.
Wobei wirklich viele in Amerika gesagt haben, jetzt wissen wir ja wirklich, wie der Name ausgesprochen wird. Die wussten vorher nicht, dass es Cillian Murphy heißt. Cillian, sag doch. Cillian. Cillian. Ja, aber die sagen alles Cillian, ja, wie Celine weil, Dion. Ja, wegen Celine, Cillian Dion. Beste Schauspielerin? War klar, Emma Stone. Ja, hab ich auch gesagt. Bester Nebendarsteller, alle ins Klo gegriffen. Okay, das ja. muss ich sagen. Aber ja, was ist denn schwul? RDJ, motherfuckers. Aber hätte ich gedacht, also die Rolle war jetzt. Sein erster Oscar. Ja, aber es war jetzt nicht so. Ich hätte gedacht, der hätte für Chaplin schon eingekriegt. Also ich hätte echt gedacht, der hätte für Chaplin eingekriegt. Ja, der war so gut in Chaplin. Der hätte gar nichts bekommen. Aber ich weiß nicht, ob. Ich fand jetzt die Rolle jetzt nicht so. Ich habe Barbie nicht gesehen. Keine Ahnung. Aber wegen Ryan Gosling. Ach so, wegen dem. Aber die Rolle von ihm war gut, aber war jetzt nicht so. Nein, beste Rolle, Klo-Rolle. Nee, aber da hatten wir eigentlich. Ich ja arbeite im Theater. Echt, was machst du da? Ich verteile Rollen. Und ist schwer. Nö, jede Toilette nur eine. Ja, gut. Zotentime. Nein, aber ich hatte ja den. Wer ist unser Freund nochmal? Tom Cruise. Nee, der. Der übrigens keinen Oscar hat bisher. Nee. Nee, hier unser Ruffalo. Wie heißt der? Ruffalo. Ist halt Mission Impossible. Der hätte das verdient. Der hätte es echt verdient gehabt, aber das war wirklich, ja. Also, RDJ war wohl mal an der Reihe und ich fand's auch okay. Aber ich fand's okay. Wie gesagt, ich fand's gut. Ich hab nichts gesehen davon. Keine Rede, kein gar nichts. Aber ich fand seine Rolle gut, aber ich fand die jetzt nicht so überragend, dass ich sage, oh, der hat einen Oscar bekommen. Nein, aber er verdient einen für den nächsten Film. Aber Glazer Blazer hat abgesahnt. Ja, Zone of Interest, ne? Ach so. Hat sich dahingestellt und hat mal ganz schnell mal eine politische Agenda rausgehauen und jetzt haben sie ihn direkt als Antisemiten gestellt. Und denkst du so, jetzt haben sie wirklich die Juden schon zum Antisemiten gemacht und so. Aber hat mich gefreut. Wie gesagt, das ist auch von der Soundmix, haben wir gesagt, ne? Haben einen Oscar gekriegt und so. Was haben wir noch getippt? Animationsfilm, natürlich. Beste Nebendarstellerin. Obwohl Animationsfilm gab es ziemlich viel Hate, ne, muss man sagen. Warum? Obwohl die Leute von Spider-Man gesagt haben, wenn man verliert, dann gegen den Meister. Ja. Aber es gab viele Leute, die eben, wie du gesagt hast, Spider-Man hätte es verdient gehabt. Aber Spider-Man war richtig gut. Und es gab Leute, die sagen halt zu dem Film, The Boy and the Heroine, nicht sein bestes Werk. Ich fand das super. Weil das hat, ja, aber das sag mal, jetzt in der Reihenfolge von den ganzen anderen Filmen. Also ich fand das so gut, weil, hör weg, das hat so viele Elemente von den anderen Filmen in diesen Film gepackt. Du hast so viele Sachen gehabt, ja, wo du dich an den anderen Film. Es ist nicht der Beste. Also okay, also es war fertig. Das kannst du, ja. Fertig? Ja. Okay. Also es ist eher so ein Ding, wo man sagt, dadurch, dass er da ist in der Kategorie, sollte man ihm den auch geben. Ja, das auf jeden Fall. Aber Into the Spider-Verse, wenn er den bekommen hätte, hätte ich gesagt. Aber okay, oder Across, das ist doch Across the Spider-Verse. Aber weshalb thematisiert er dann Heroin in Kinderfilmen? Ja, das ist echt. Das ist eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der auf Heroin Weg ist. Ja. Also wenn du den Film siehst, denkst du echt, das ist auf Heroin. Aber kein Anime-Film so auf Heroin wie Paprika. Paprika ist. Paprika ist Blueprint für Inception. Ja, oder wie die Amerikaner sagen. Jedes Bild geklaut. Paprika, sagen die Amerikaner. Paprika. Haben die bei dem Inception auch Inception verteilt im Kino? Ja, jeder. Den verteilt nicht direkt rein. Das ist die Apostroph. So auf dem Stuhl? Nee, das war so auf dem Stuhl und jeder, der sich draufgesetzt hat, ein Inception. Da geht es auch um Einführung. Und dann natürlich, ich meine, haben wir nicht getippt und sowas, aber hat mich gefreut für Godzilla, Year One, das ist der erste Godzilla, der hat gewonnen für beste Spezialeffekte. 15 Millionen haben die nur gekostet, hat der Film. Das ist dieser japanische Film, oder? Das ist der japanische Film, genau. 15 Millionen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich glaube, der gab es. Was soll das? 15 Millionen nur, eine Frechheit. Aber die waren halt super, die Jungs, die sind aufgestanden, die hatten alle eine Godzilla-Figur dabei und sind damit auf die Bühne gegangen. Ah, geil. Und dann hat der Mann, also das müsstet ihr eigentlich angucken, weil der hat angefangen, einen Brief vorzulesen, aber in seinem japanischen Englisch. Und ich habe versucht, und ich glaube, keiner hat verstanden, was er gesagt hat. Ja, er hat zwischendurch gesagt so, hat er so Spielberg, hat er Scorsese, und der fing die ganze Zeit an so Englisch, und der hat aber auch so gestottert, der war so nervös und sowas, aber die Leute haben nachher Standing Ovations gegeben, weil die waren so nett, die Jungs, und die haben sich auch verbeugt, und die waren voll happy und so. Ne? Also, und das ist so eine Blamage für Hollywood, weil es kommt jetzt wieder dieser neue King Kong mit Godzilla jetzt ja bald. Ja, das ist gegen Außerirdische oder so total. 96. Verleihung, ne? Ja. Die 100. da holen wir uns ein. Mr. X, der gehört auch in den Oscar und setzt in den Nieren. Ja, der goldene Bär. Das Ding nochmal so als Einschub zu machen, ne? Also da hat Matt Damon ja eine schöne Geschichte zu erzählen. Matt Damon. Weil er gesagt hat, der hat ja relativ früh einen. Mit oder ohne? Einen Oscar gekriegt. Und das war ja immer so früher so dass der ultimative Punkt, wo man eigentlich hin wollte. Und er hat aber gesagt. Ich höre also mit oder ohne hat er deswegen ist die Mutter gelacht. Ja. Guck. Spuck raus.
Boah, ich schwitze schon. Ey. Okay, lieber Zuschauer, es sinkt für Sie das Niveau der Witze heute. Normalerweise kommt das erst so ab Minute 40. Ja, ich will heute Dampf geben. Nein, aber also, kein Einstieg, nur Matt Damon hat mal diese Geschichte erzählt, dass er den Oscar hat, den er relativ früh gekriegt für... Ja. Langsam kommt der Hass. Will good will happen. Und er meinte, er ist nach Hause gefahren, er ist noch nicht mal auf eine Party gegangen, hat sich das Ding zu Hause hingestellt und hat gesagt, zum Glück hat er ihn so früh bekommen, weil alle Leute sagen, eigentlich wolltest du ihn später kriegen, aber er meinte auch, meinst du, du läufst dein Leben lang so einer goldenen Statue hinterher und merkst einfach nur, dass es nichts bedeutet. Ja. Also er hat einfach noch zum Glück, hat er das früh genug, dieses Erlebnis gehabt, dass er gemerkt hat, es hat nichts mit dem Erreichen von Zielen zu tun, sondern es geht einfach nur darum, dass du irgendwas abhaken kannst und so. Und manche Leute, zum Beispiel Robert Downey, ne, meinst du, du bist jetzt, der ist ja auch jetzt schon Mitte 50 und hat noch keinen Oscar. Wahrscheinlich hat er auch mal gedacht, so, Mann, ich will jetzt endlich mal einen Oscar haben. Jetzt hat er den und merkt wahrscheinlich jetzt. Ja, aber jetzt was hat er denn für Filme gedreht, dass er einen Oscar bisher verdient? Chaplin ist für mich wirklich das beste Beispiel dafür, dass er wirklich, da hat er seine Glanzleistung rausgeholt. Bei einigen Stars stehen die Dinge auf der Toilette. Ja, aber weil die ja merken, dass es nicht sinnvoll ist. Aber die stehen halt da oben, freuen sich alle und auch die Mädels sind ja komplett ausgerastet. Es geht nur darum, dass du halt bei den nächsten Projekten dann einfach zwei Millionen mehr kriegst. Dann bist du auf jeden Fall Multimillionär. Aber es gibt ja bei Frauen manchmal auch diesen Oscar-Fluch, ne? Halle Berry, danach. Also es gibt danach, wirst du nicht mehr so oft gebucht, weißt du, bist du zu teuer oder keine Ahnung was und überlegen die, ob sie dich buchen sollen. Hätte wahrscheinlich Strawberry genommen. Und am besten war die Rede, um wieder zurückzukommen mit Entschuldigung. Ihr dürft mich nicht provozieren. Immerhin, du bist mal heute wenigstens aktiv. Du musst so, hat ich diesen Tarantel gestochen im Wald? Ja, aber nee, guck mal, in 20 Minuten hat er keinen Bock mehr. Don't poke the bear. Eden des Meers. Nee, diese schwarze Schauspielerin hat für Eden des Meers der Holdovers gewonnen. Und die ist auf die Bühne gegangen, die hat allen gedankt, nur nicht den Leuten, mit denen sie den Film gedreht hat, und hat die ganze Zeit so, and I think my publicist is the best, und von der Bühne gegangen, hat nicht einmal seinen Namen gesagt. Und dann kam Jimmy Kimmel und hat gesagt so, du hast den Namen deines Publizisten vergessen. Und sie saß im Publikum so, und dann hat sie es gesagt, aber du hast natürlich kein Mikrofon gehabt. Ja. Also es war schon ein bisschen, sie war halt komplett emotional drüber, und auch die Emma Stone war ja auch emotional drüber und so. Also die Mädels drehen meistens da oben durch, wenn ja, die klar, einfach nur natürlich. Da oben gestanden hat, gesagt so, ich danke meiner verkorksten Kindheit und was haben wir, und den Produzenten, genau in dieser Reihenfolge. Wer hat das gesagt? Der Robert Downey. Ja, die hatte wirklich eine verkorkste Kindheit. Und da ist natürlich wieder aufgekommen, was viele Leute nicht wissen, wer ihn damals aus der Scheiße gezogen Mel. Hat. Der hat ihm die Rolle gegeben, als keiner mehr mit ihm arbeiten wollte. Und so. Ja, und das war ja auch, der hat sich aber dafür auch bedankt, einmal bei Mel Gibson. Der hat auch irgendwie gesagt, so, ich hatte damals, als ich unten war und keiner mehr an mich geglaubt hat, war nur einer da, der an mich geglaubt hat. Und das war Mel Gibson und ich hoffe, ihr gebt ihm auch nochmal eine Chance. Und ich dachte, das war damals dieses Projekt, dieses Air Americana, aber ich glaube, das war noch vorher. Nee, das war vorher. In den 90ern noch. Also es war 2003, hat er wohl... Da war er noch jung, da hat er zuerst mal mit ihm zusammengearbeitet und dann später hat er die ganzen Drogenexzesse und so und dann wollte keiner mit ihm arbeiten. Aber die Geschichte von dem ist auch böse, wenn du im Nachhinein nachguckst, so, der ist halt Sohn von einem Filmemacher und Schauspieler und sein Vater soll ihm schon mit 8 Jahren Drogen gegeben haben. Mhm. Also so, da weißt du schon, ne, das kann ich noch mal. Ich fand seine beste Rolle bei Tropical Thunder. Warte mal. Anrufen, Drogen weg. Bei Tropical Thunder fand ich seine beste Rolle. Da hätte der Oscar kriegen müssen. Das ist immer noch ein heiß diskutierter Film, ob der gecancelt werden müsste. Ne? Aber es gibt viele Leute, die sagen, nee, das ist halt wirklich ein Zeitdokument und das war auch wirklich. Ja, ich finde wirklich sehr gut, den Film. Also ich finde, Sachen sollten nicht gecancelt werden, wenn die vor 5 Jahren noch gefeiert worden sind. Was Quatsch. Aber zu den Oscars. Erklär mir mal, was der John Cena da gemacht hat. John Cenas Auftritt war ein Tribut an einen David Niven-Auftritt von vor 50 Jahren. David Niven hat damals den Oscar wollte damals eine Oscar-Nominierung vorlesen. Und dann ist ein Streaker, also ein nackter Mann, über die Bühne gelaufen. Und dann haben sie gesagt, hey, das ist 50 Jahre her, also machen wir das Gleiche jetzt nochmal dieses Mal. Und wir lassen John Cena über die Bühne laufen. Aber der hat dann nackt? Ja. Nackt. Der hat aber nur dieses Kärtchen dann hier so gehalten. Ich weiß aber genau, dass in Hollywood geht das ja nicht. Der hatte so einen hautfarbenen Slip an. Also hat man nachher auch gesehen und sowas. Also in Hollywood kannst du nicht nackt auf eine Bühne gehen, das geht nicht. Also selbst aber bei Sexszenen und sowas haben die Leute so sagen, das ist diese Humiliation-Performance. So, du musst dich bloßstellen vor der Öffentlichkeit, damit danach. Es gibt jetzt auch einen neuen Film von dem Prime oder so. Genau, auch so. Das ist quasi Werbung gewesen für seinen Film. Der, weißt du, was der da hat? Der hat irgendwie Frauenklamotten an. Nee, für die beste Kostüme. Ja, ich habe mir gestern geguckt. Wieder Frauenklamotten her. Aber was wir letzte Woche mal besprochen haben. Ich habe mir gestern geguckt, weil ich ja eigentlich ein Fan von den Farrellys bin. Und die Farrellys drehen in letzter Zeit ja komische Filme. Von denen haben sich nicht mehr, die haben sich getrennt. Ich glaube, der Bobby macht das jetzt noch alleine. Und von dem ist der Film, dieser Ricky Stanicky. Ja, irgendwie sowas, ja. Und das ist auch so ein Film, der ist komplett aus der Zeit gefallen. In den 90ern hätte man sich vielleicht darüber kaputt gelacht. Heutzutage ist das irgendwie so eine Geschichte und du magst vielleicht die Charaktere, aber er fließt so dahin und ist natürlich fast wieder 2 Stunden lang, wo du denkst, so für eine Komödie ein bisschen zu lang. Aber Cena ist ein Typ, also ich finde ihn super als Schauspieler, weil er sehr wandelbar ist, aber da ist sie für nicht zu schade. Der ist in Britney Spears Klamotten, läuft da rum auf der Bühne so als Drag Queen und der ist wirklich überall. Und dann läuft er halt nackt über eine Bühne.
Ich fand den Gag jetzt nicht schlecht, aber ich fand halt irgendwie, dass natürlich von der Ansichtssache, dass das eigentlich sexistisch ist in männliche Richtung. Ne? Wenn es eine Frau gemacht hätte, wären alle durchgedreht. Ja, ja, natürlich. Natürlich, ist doch klar. Aber deswegen ist, deswegen sagen die Leute ja, das ist diese Humiliation-Performance. Ja, und das, aber er hat wenigstens kein Kleid angehabt. Aber ich habe es am Anfang so verstanden, dass er, der ist doch Wrestler, ne, oder nicht? Mhm. Fürs beste Kostüm. Ja, ja, aber er sollte trotzdem, also es war, am Anfang war es geplant, als sollte er über die Bühne laufen, was sie natürlich nicht durchgezogen haben. Und dann, weil er nackt ist. Ja, ja. Die Idee war natürlich schlecht, da steht er nackt mit dem Envelope und das meinte Jimmy Kimmel, hat das nachher erzählt, er meinte auch, es gab so viele Streitereien, wie groß der Envelope sein muss, ne, weil der ist ja nicht so groß und die mussten ihn vergrößern extra wegen der Szene. Und dann sagt er ihm das beste Kostüm und er steht halt nackig da. Also, das war halt schon ein guter Gag, aber eigentlich hätte er doch das Kärtchen gar nicht da hinhalten müssen, weil John Cena sieht man ja nicht. Und deswegen, das war klar, deswegen haben die Senior, auch den, haven you die meisten Leute haben gesagt, dass wir die Oscars geschafft, dass ein Envelope auf die Bühne geflogen ist. Bei dem Namen ist der Name ist ja auch Programm, ne? Kimmel. Boah, den lass ich so verrocken, verrecken. Der ist super. Der wird einfach gecuttet. Ja, ja, ansonsten gab es natürlich noch einen Aufreger, weil Kimmel hat sich natürlich von einem 50-köpfigen Team nachher Jair Gag schreiben lassen und hat natürlich einen Gag über Deutschland gemacht, weil ja auch die Sandra Hüller war ja nominiert. Was? Und er hat gesagt, der Sandra Hüller ist für zwei Filme, deswegen zwei Filme am Abend da, einmal wegen Zone of Interest und einmal wegen diesem Anatomy of a Fall. Und dann meinte er, das sind Dramen, aber in Deutschland laufen die als Rom-Com. Und alle so im Publikum so. Und dann natürlich Kamera auf Sandra Hüller so, was machst du da für ein Gesicht? Und so, hi! Ja, sie so. Ich habe gehört, Al Pacino hat auch Mist gebaut. Oh ja, Pacino ist wieder so eine Geschichte von alter Mann, weiß nicht, wo er ist, wird auf eine Bühne geschoben und erzählt einfach mal was. Aber das ist, ich fand das klassisch, weil wir direkt gemerkt haben, das läuft nicht rund. Also er kam auf die Bühne, er sah relativ ansehnlich aus, weil er sieht ja manchmal aus, als hätte man ihn irgendwie durch die Kanone geschossen und sowas. Und da kommt er immer und sagt so, ja, hier, besser Film. Und du weißt eigentlich, besser Film wird nochmal richtig dicke Hose gemacht. Ne? Da holen die nochmal 20 Minuten raus. Dann machst du nochmal alle Nominierten, gehst nochmal durch und er nur so, ja, besser Film. Ich habe hier einen Umschlag. Ich öffne den dann mal. Und andere nur so hinter der Bühne wahrscheinlich so, nein. Und dann macht er den auf und dann denkt nur so, ey, du musst doch nochmal die Filme, weil keiner weiß mehr, wer nominiert ist. Und so. Und er nur so, I see Oppenheimer. Und andere nur so, ist das jetzt, steht das da drauf oder sieht er das jetzt nur? Und andere nur so, Angst, ein Publikum. Und dann so, ja, ist wohl Oppenheimer. Und andere so, dein Ernst? Voll verpufft. Ja, der hat schon mal gehabt, ich habe nur gesehen, dass er sich entschuldigt hat danach. Irgendwie hat er sich entschuldigt? Ja, der hat ihn geschrieben, sagt er, es tut mir leid, also ich habe nur gelesen, was er geschrieben hat. Es tut mir leid, die haben immer was anderes geplant, aber ich wusste nicht mehr genau was und ich habe nur Oppenheimer gesehen und habe ich das also. Ja, da steht ja Open. Sagt er die Oppenheimer. Open. Das nächste Mal Mistakes macht die beste Karriere. Hat er sich als Heimer genannt? Dachte er, das ist Heimer. Openheimer. Oh. Aber die hatten ja schon mal vor, ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her, 2017, glaube ich, war es. Haben die auch gesagt, verkackt. Wo dann der, wer ist der Dick Tracy-Schauspieler nochmal hier? Der Dünn Tracy. Bonnie und Clyde. Ohne Kleid. Dünn ohne Kleid. Dünn nackt. Warren Beatty. Ja, boah, wieso kommst du jetzt so einfach aus dem Nichts damit her? Warren Beatty hat das damals verkackt. Der ist ja damals, hat ja irgendeinen anderen Film vorgelesen. War der das? Der war das. Der hat den aufgemacht und hat gesagt, das ist der Film und das ist dabei was? Diese schwarzen Tragödie da. Ich komme jetzt auch nicht. Der hat auf jeden Fall zwei Filme vertauscht. Ja. Und dann muss auf der Bühne gesagt werden, so, nee, das stimmt gar nicht, hier steht und das drauf. Und die haben sich schon gefreut und dann, nee, nicht, das war falsch. Wie ist die Farbe bei der Miss Universe-Wahl oder was das war? Miss World? Die Farbe lila. Hat er doch auch erstmal den falschen Namen aufgerufen, kam die mit der Krone und der so, oh, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Die andere ist Miss... Boah, das musst du... Miss Germany, Miss Germany, wahrscheinlich haben die auch einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich. Komischerweise war in diesem Zyklus, kam jetzt wieder in den Algorithmus diese Vorstellung von den ganzen Miss Worlds. Habt ihr das gesehen mit dem, wo dann alle sagen, so sexy versuchen zu sagen, Miss Brasil. Und dann sagt die eine Miss Portugal. Und dann kommt die Französin, Franz! Und bei Deutschland kommt Miss Germany. Ich weiß nicht, warum die so brüllt, so Franz! Dann kommt bestimmt Miss Germany. Der Miss Germany. Franz Oppenheimer. So Ironie. Mhm. Und natürlich witzigerweise, also das haben sie natürlich relativ schnell umgebaut. Das fand ich sehr interessant, obwohl es auch ein bisschen kritisiert wird. Donald Trump hat während der Veranstaltung natürlich getweetet auf seinem Truth Social Plattform. Hat geschrieben, Jimmy Kimmel ist der schlimmste Moderator, den es jemals gegeben hat. Man sollte ihn austauschen. Schreckliche Veranstaltung und nicht meine Zeit wert und sowas. Und dann hat Jimmy Kimmel das natürlich laut vorgelesen. Und dann hat er diesen Gag gemacht, so Mr. President, this is way past your jail time. Das war ein schöner Gag. Also nicht Bedtime, sondern Jailtime. Also man, Kimmel ist ein Mann für... Warte, bis Trump Präsident wird. Kimmel, auf jeden Fall. Ja, dann direkt, direkt. Arbeitslager direkt. Also direkt Kümmel. Echt, kann Kümmel werden. Und ich fand die, also manche haben es auch kritisiert, aber ich fand die... Schwarz, Kümmel. Ich fand die Tradition, also nicht keine Tradition, aber ich fand die Idee nicht schlecht. Bei den besten Schauspielern und besten Schauspielern kamen halt Oscar-Preisträger nach vorne und haben halt für jede eine Laudatio gehalten, für jeden nominiert. Das fand ich ganz nett. Warum?
weil die einfach versuchen wollten, die Person ein bisschen nach vorne zu heben. Da war halt Sam Rockwell hat gesagt, hat für ADL, ja, für Robert Downey die Laudatio gemacht. Da meinte er nur so, wenn es einen Schauspieler gibt, der in seiner Rolle bleibt, bis der DVD-Audio-Kommentar aufgenommen ist, dann ist es Robert Downey. Fand ich schön. Also ja, es hatte gute Sachen. Es war kurz, es war auch ein bisschen früher als sonst. Deswegen war es auch um 3:30, glaube ich, zu Ende. Normalerweise geht es ja erst um 1 Uhr los und geht bis 7 Uhr morgens. Sie hatten es runtergekürzt und so. Ryan Reynolds, nee, wie heißt er? Gary Gosling, ne? Gute Performance bei Barbie gemacht. Ich habe nichts davon gesehen, wie gesagt, ich habe nichts angeguckt. Aber der einzige, ich mir seit Jahren keine Oscars mehr angucken. Aber der einzige Oscar an Barbie ist ja über Mr. X. Den Song von Billie Eilish gegangen. Der ist jetzt 22, hat 2 Oscars schon. Ist die so? Der oder die? Sie, Billie Eilish. Das ist eine Sie. Ich weiß nicht, wer das ist. Kennst du nicht? Nö. Ich kenne auch kein Lied von ihr. Oder ihm. No, ihr oder sie, es ist eine Sie, okay. Ja. Du hast 2 Lieder bestimmt schon gehört. Ne, ohne Scheiß. Doch. Echt? Instagram. Vor allem, wenn du den letzten James Bond. Den hab ich nicht gesehen. Nicht den, was? Doch, der letzte Time to Die war ihr Song. Dafür hat sie einen Oscar gekriegt. No Time to Die ist die Titelmelodie. Ich habe den letzten nicht gesehen. No Time to Die. Without some fly. Ja, Robert Downey. Ja, ungefähr. So, okay. Ganz viele haben nur einen Oscar. Ja. Apropos Downey, das hier, Downey so, hört sich so an wie McDonald's. Was war da los? Was? Ah, McDonald's gab es einen Totalausfall. Weltweit. Alle Computer, du konntest nicht mehr bestellen. Massenpanik, Leute waren verhungern. Keine Cheeseburger. Verhungern. Ja, aber weltweit. Aber wie, aber wann weltweit? War das denn? Jetzt? Wann war das? 2 Tage, 1, 2 Tage? Ne, gestern, glaube ich. Gestern sogar. Ja, ja, aber was heißt weltweit? Hier auch in Deutschland? Oder? Ja, auch in Deutschland. Nee, weltweit, aber nur nicht in Deutschland. Ja, ich habe da echt nichts mitgebracht. Warte, ich schade nicht. Das gibt auch die Schlagzeilen mindestens. Wenn man ja, so das überall. Gibt doch Schlagzeilen. Ich habe auch nichts gelesen davon. So. Eine Zeitung, da. Schlechte Nachrichten für Fastfood-Fans. McDonald's hat seit Freitagmorgen, seit heute sogar, yo, weltweit mit IT-Problemen zu kämpfen. Auch in Deutschland gibt es dadurch Beeinträchtigungen. Hashtag Burger. Das heißt, wenn ich jetzt einen McChicken bestellen. Sage, ich will gerne McChicken, sagen die Hauptsache. Du kannst nichts bestellen. Dann haben die einen Taschenrechner müssen erst. Boah, wie viele Millionen und Milliarden die Kassen. Die Kassen gingen auch nicht auf. Das heißt, ein richtig Minus. Oh, stell Black mal Friday. Vor, du egal, bist jetzt haben die morgen wieder rein. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt aus, wo war das? Kansas City. In-N-Out-Burger. Achso, also Cali. Sacramento. California. Achso, ja. Ja, das ist auch Cali. Das war in Sacramento, ne? Sacramento. Jetzt stell dir mal vor. Nee, warte, war das Sacramento oder war das doch, Sacramento Oakland. Oder Oakland. Oakland? Eins von beiden. Oakland. Stell dir mal vor, du bist einer von den Leuten, die McDonald's jetzt ausrauben wollen. Ja, die haben und dann haben die IT-Probleme und die Kassen gehen nicht auf. Ja, die haben ja nicht McDonald's ausgeraubt, die haben ja die Leute vor dem McDonald's. Ja, ich weiß, aber stell dir mal vor. Aber außerdem haben die mehr Geld, weil die können ja drin nichts konsumieren. Das heißt, die kommen raus und haben noch mehr Geld als vorher. Ja, schon krass, weltweit. Aber das ist ja krass, wenn McDonald's, wer weiß, wie viele Milliarden die Verlust haben. Das ist eine meiner Lieblingswerbung von McDonald's gewesen. Aus den, ich weiß nicht, ob das 80ern, 90ern war, mit den 2 Ausländischen, kennt ihr die noch? Mhm. Wo die so vor dem McDonald's sitzen und dann gehen 2 Leute so in den McDonald's und die gucken durch ein Gebüsch und dann sagen die so, lass uns angreifen. Und sie sagen so, nein, lass uns, bis sie rauskommen, dann schmecken sie besser. Mhm. Na gut. Ne? Ja, aber ne, du kannst doch nicht mal eine Kasse bedienen. Also, ja, ich... Man muss halt live bestellen, aber selbst das geht ja dann nicht. Ja, aber weil wir gerade gesagt haben, im Endeffekt sind das die Leute, die jetzt heute, gestern oder heute nicht essen können, haben so einen Hunger, die gehen dann morgen 2-mal hin oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber weißt du, was die Ironie wäre? Wenn dann die Eismaschinen funktionieren würden. Ja, das ist aber. Ja, schon krass. Und bei dem Thema, wo wir schon mal bei McDonald's sind, McDonald's Japan hat ein Parfum rausgebracht, Eau de Pomme. Das riecht so nach Parfum, also Parfum, Eau de Toilette, aber mit. Pommes wirklich? Das ist ja noch nicht mal so schlimm. Es gibt ja frittierten Pommes. Ja, für viele Menschen riecht das unwiderstehlich. Ja, aber kennt ihr WD-40? Mhm. Diese Schmiermatte? Ja. Beste, davon da kannst du alles machen. Dafür was? Schmiermatte? Also Schmieröl. Achso. Davon gibt es auch ein Parfüm. Und wenn du weißt, wie WD-40 riecht, also es ist wirklich sehr ölig. Ja. Das ist, wer macht das? Warum? Die können aus meinen Methanglasen. Das ist das beste Hilfsmittel. WD-40. Ja, Eau de Berre. Da gibt es eine geile Matrix bei den Handwerkern. Bewegt es sich, dann gibt es so die ersten Striche ja, okay, nein, WD-40 und sowas und dann soll es sich nicht bewegen, Duct Tape. Das ist so die beiden Sachen, Duct Tape oder WD-40. Ja, das ist so. Krass, ey, was für Sachen es gibt. Warum macht man sowas? Eau de Pomme. Was war noch? Was Pomme de Terre. Ja, das war bescheuert. Aber es gab mehrere Versuche, jetzt solche Parfums rauszubringen, die jetzt wirklich ganz komisch sind, auch nichts mit dem Produkt, also einem Originalprodukt zu tun haben und so. Deswegen. Ja, alles Geldmacherei. Und es gibt welche Idioten, die sich das kaufen. Natürlich. Entschuldigung, Japaner. It is Japanese. Aber jetzt kann ich um die Geschichte nochmal, die wir vor 2 Wochen canceln mussten, wegen auch weil wir bei McDonald's gerade sind. Ne? Wie viele Golfplätze, schätzt du, gibt es in Amerika? Wie viele es gibt? Ja. Oh, da gibt es mehr Golfplätze als McDonald's, ist die Frage oder so. Ne? Also das ist eigentlich der Vergleich. Ich schätze mal so 150.000.
Das ist schon zu viel. Also ich würde auf jeden Fall sagen... Gibt es weniger McDonald's als Campingplätze? Na, hier. Warte. Es gibt hundertprozentig mehr McDonald's als Golfplätze. Nein, mehr Prove Golfplätze. Mehr Golfplätze als McDonald's. Nee, es gab wirklich mehr Golfplätze. Also McDonald's... Nee, warte, ja. Es gibt mehr Golfplätze als McDonald's in Amerika. Ist der? Okay, funktioniert. 16.000 Golfplätze zu 13.000 McDonald's. Nur 13.000? Hm. Das ist komisch, ne? Das ist wirklich wenig. Was hat denn? Steht durch McDonald's. Und, wie kann das eure Kasse nicht funktionieren? Der Hauptteil ist da, wo die Originalfiliale da ist, in L.A. irgendwo. Ne? Da ist in diesem Umkreis gibt es, glaube ich, kannst du McDonald's in 10 Minuten erreichen. Das kann gar nicht sein, ey. Nur 13.000? Jede Stadt hat 3, 4 McDonald's. Warte mal, jetzt rechne mal. Kann nicht sein. Wie viele Bundesstaaten gibt es? 51, 50. Ne? 50. Ja. Aber kein Wunder, wenn du durch dann... Durch 13.000? Also wie viele in einem Staat? Das ist schon viel. Kein Wunder, wenn du Golf von Mexiko noch dazu willst? Ja, kein Wunder, ja. Das Ding ist, wir denken so ja, aber du musst alle Golfplätze musst du minus 1 rechnen, ne? Aber ein Golfplatz davon gehört ist kein Golfplatz mehr. Ist kein Golfplatz, es gehört dem Trump. Boah, seid ihr Brüder, ihr denkt ja schon gleich. Was los? Weißt du warum? Oh. Weißt du warum ist der echt? Er hat einen Golfplatz und seine Ex-Frau, ne? Seine Ex-Frau ist gestorben. Und was hat er gemacht? Trump ist tot? Nein, ich also. Ja. Und was hat er gemacht? Der hat sie auf dem Golfplatz, auf seinem Golfplatz begraben. Somit gilt das als Friedhof. Friedhof. Und er muss keine Steuern mehr zahlen. Er muss keine Steuern mehr zahlen für Golfplatz. Das hat mir schon mal. Also er kann da überhaupt nicht mehr einlochen. Der vergisst du alles. Ja, was hast du gesagt? Das hatten wir schon mal. Ja, ich vergesse eh alles. Dritte, vierte aber Folge. Die Idee besteht ja daraus eher, dass wir denken, das wäre ja komplett besiedelt. Und wenn du die Zivilisations-Hotspots in Amerika guckst, also mittendrin ist ja nichts. Nee, das ist fast alles in Kalifornien. Kalifornien ist richtig viel. Also, und dann, ich denke mal, New York und für mich macht das halt wirklich mehr Sinn, dass es mehr Golfplätze gibt, weil es gibt viel freie Fläche im mittleren Westen. Aber da ist keiner, der spielt. Doch. Vor allem in Amerika haben die ja dieses System, dass du ja auch ohne Mitgliedschaft auf offenen Plätzen, sonst hätte ja Tiger Woods nie geschafft, Golf zu spielen, weil er ist auf so einem freien Platz wieder mit seinem Vater. So, warte mal. Und man denkt immer. Was mit VW Golf? Nee, wir fahren lieber einen Mustang. Ich lasse ja alle komplett abschließen. Das geht nicht, ey. Du musst ja alle durchlaufen lassen. Merkt ihr den? Jedes Mal. Richtig abgeschmiert. Abgeschmiert. Schmierlappen. Aber sonst noch was zu McDonald's? Irgendwas war da noch? Nee, das reicht. Was ist denn noch? Ach nee, ich habe jetzt so einen Typen aufgetan bei TikTok, der macht wohl immer so Fan-Bestellungen. Ne? Dann sagen die, geh zu McDonald's mit Order von The Secret Menu und sowas. Ach so, ja. Und ich habe letztens gesehen, der ist zu Five Guys gegangen und hat sich den Flying Dutchman geholt. Und der Flying Dutchman ist einfach nur Fliegenpilz. Den Burger mit Käse ohne Brot. Und er war voll enttäuscht. Und meinte, was soll der Scheiß denn? Den kannst du gar nicht essen. Du bekommst bestimmt genauso viel. Ja, der war, diese Bestellungen vom Secret Menu gehen meistens in die $10 oder so. 10, 12, 13 Dollar und so. Aber gibt es bei McDonald's auch Secret? Ja. Ich glaube, die wissen das gar nicht. Oder der hat da gegessen, was ich interessant fand. Diese Kombination, wo du genau wusstest, wo es herkommt. Ne? Also Luft, Boden und See. Also hat alle drei. Und dann hat er wirklich nachher Hühnchen mit Burger und Fisch in einen Burger bekommen. Hat reingebissen und meinte so, das kann man nicht essen und so. Also war eine sehr komische Kombination. Wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich will Secret... Nee, das Problem in Deutschland sagen die, ja, sind so meistens... Ja, in Deutschland sagen, gibt nicht. Ja, die sagen, bestell nicht am Tisch. Und dann sagen die... Die sagen, was für eine Ziege? Secret? Nein, Ziegenmenü. Ziegenmenü. Also ich glaube schon, dass bei Five Guys, wenn du hingehst und diesen Flying Dutchman bestellst, wirst du ihn auf jeden Fall kriegen, weil die machen ganz crazy Sachen. Auch, also die haben das wahrscheinlich internationalisiert, diese Secret. Crazy Sachen, wieso? Wie nochmal? Mehr Satz verpasst. Ja, ich hab's gesehen. Im Augenwinkel. Ja, nächstes Thema. Nächstes Thema. DJ Khaled. Es gibt ein Video von ihm, wie der in Miami von seinem Bodyguards aus seinem Auto getragen wird. Zur Bühne. Soll ich mal ein Funfact zu DJ Khaled sagen? Der ist Palästinenser. Ja. Ja, dann ist er Khaled. Khaled. Ja, aber der hat ja nichts mit diesem Land zu tun. Der hat einmal irgendwie was gesagt. Auf jeden Fall wurde er von seinem Bodyguards aus seinem SUV hinausgetragen und zur Bühne, weil er wollte nicht, dass seine Sneaker dreckig werden. Alter, wie dreckig, ne? Nee, sauber anscheinend. Sauber. Aber denkt man sich dann, okay, ist er so überheblich? Dass aber, ja, auf jeden Fall ist er überheblich. Aber da war bestimmt eine Kamera vor, da hat das gefilmt, ne? Ja. Siehst du? Also deswegen ist es für mich Show. PR. Fake? Ja, bist du sicher? Das ist PR. Der macht so einen Quatsch immer. Der macht immer, wenn du, der filmt sich zu Hause. Warum Restaurant immer wieder bei am Futtern ist? Boah, sag dem Koch, der ist super. Sag dem Koch, der ist super. Naja, der macht alles für die Show. Alles. Der ist immer fool und so. Sag dem Koch, der ist super. Hummus, ja, super. Hummus sexuell.
Der ist für mich ein Phänomen. Der hat ja auch seinen Sohn als jüngsten Produzenten auf einer Platte eintragen lassen. Ich glaube, der war ein Jahr lang und hat er gesagt, komm, der ist jetzt Produzent auf der Platte, sein Sohn. Was ist das denn? Ja, damit der Sohn gut verdient. Der macht zahlt nur, keine Steuern. Der macht nur... Kinderarbeit, das wäre aber Kinderarbeit. Der will nur Aufmerksamkeit. Das wäre aber Kinderarbeit. Genau wie wir. Und der ist so, nee, so durchsichtig und unsichtbar, dass er die ganze Zeit seinen Namen sagen muss, wenn er irgendwo mitmacht. DJ Khaled! Ja, wie so ein Pokémon. Ja. Aber der muss ja doch heißen, DJ Khaled. Vor jedem Lied. Ey, wir haben es verstanden. Wenn das Sean Paul losgetreten hätte damals mit dem Shine the Ball. Shine the Ball. Shine the Ball und alle haben gesagt, boah, wenn der seinen Namen die ganze Zeit sagt, dann sagt er, das ist nicht mein Name. Ja, ist nicht sein Name. Sean Paul like a diamond. Just give me the light. Sean Paul like a diamond. So, was wollt ihr hören? Ich habe sehr viele Themen. Was, womit fangen wir denn jetzt an? Ich kann Kreise schließen, ich kann was okay, Neues aufmachen. Sollen wir erstmal die nächste Sache ansprechen? Die Ernst jetzt, oder Spaß? Ja, wir müssen ja dann wieder unsere Agenda erfüllen. Ne? Also heute ja frisch die Auslosung. Aha. Ja. Hab ich gesehen. Oh, ja. Die also Champions League. Ich sag's nächste euch. Runde. Basel. Warte mal, ich muss das noch vorlesen. Ne? Arsenal spielt zu Hause gegen Bayern. Dann spielt Atletico Madrid gegen den Borussia Dortmund. Verliert. Dann spielt Madrid zu Hause gegen Manchester City. Gewinnt. Und Paris spielt gegen Barcelona zu Hause. Verliert. Barcelona. Barcelona. Ich sage Barça und City Finale. Aber die Katalanen sagen nicht Barcelona. Finale. Es geht erstmal. Ich sage, aber die kommen ins Finale. Wer? Barça und City. Nee. Doch. Arsenal, BVB und Atletico und der Gewinner spielt gegen Barcelona Paris. Richtig. Das heißt, BVD, Atletico kommt, einer von denen muss ja weiterkommen, ne? Ich denke mal, Atletico kommt Nein, weiter. Nein, nicht. Ich denke mal, Atletico kommt weiter. Ich sage, Barca gewinnt gegen Paris und dann gewinnt Barca im Halbfinale. Dann ist das erste Mal seit langem wieder im Finale. Das sage ich euch mit Ansagen. Und weißt du, warum Paris verlieren wir gegen Barcelona? Weil nur 7 Leute da sind. Ja, nur 7 die Leute. Die essen Baguette. Die können sich gar nicht bewegen. Gegen City und Real, wer weiterkommt, muss dann auf Bayern im Halbfinale treffen. Das wird nochmal schön spannend. So. Ja, aber das Spiel ist ja schon geil. Ich meine, so gesehen... Auf jeden Fall. Die Auslosung ist echt trifft gut. Trifft da Tradition auf wirklich übertriebene Mannschaft von also City. Aber Madrid ist so, die machen in der zweiten Halbzeit immer irgendwas klar. Also das ist schon cool. Ja, das ist genau wie dieses Nutella-Brot auf einer Katze, weißt du? Genau. Da weißt du wirklich nicht, wer gewinnt. Also ich würde jetzt nicht wissen, auf wen ich tippen soll. Ich würde auf City tippen, weil die einfach... Ja, City ist konsequent. Also die spielen, Madrid spielt manchmal gut, aber die haben manchmal Tage so eine Katastrophe, da verlieren die gegen so billige Mannschaften. Deswegen wird auf jeden Fall ein gutes Halb. Ich glaube, Erling Haaland wird Madrid zerstören. Der Einzige, der bei Madrid so wirklich also viel Probleme bereiten könnte. Dein bester Freund Vinny. Also so wie Godzilla quasi. Der geht da durch Bellingham. Die Stadt so. Jude Bellingham ist... Erlinger Weißbier. Ich finde den aber nicht so den gut. Sieg, ich finde den super. Nein. Doch, als Barca-Fan muss ich sagen, Jude Bellingham, schade, dass der nicht bei Barca gelandet ist. Ja, der hätte zu Barca eher gepasst als zu Madrid. Das ich auf jeden Fall. Dieses Video in Slow-Mo, wo Toni Kroos diesen Pass gibt auf Vinicius und da schließt Jude Bellingham und der nur so. Oh, hier dieser Kobasi, Kurbashi. Der kleine 17-Jährige bei Barca. Innenverteidiger. Alter, was der für ein Spiel hingelegt hat am Wochenende. Ohne Mist, diese jungen Leute wie Jamal und der Kurbashi und dieser Firmin Lopez, die haben mich so hart überrascht. Die sind super. Vergiss diesen Rafinha und Lewandowski, die können gar nichts. Nein, ich guck da. Ja, das ist. Ist so. Ist wirklich so. Aber die Pässe, die der gespielt hat, diese lange. Ja. Alter, der Kunde, Junge, die haben so gut gespielt. Kunde ist gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, manchmal macht er zu viel Scheiße. Ja, weil er noch jung ist. Das war bei Jordi Alba auch so. Was ist das für ein Name? Kunde. Ist so jung. Kunde ist jung. Das ist Nein. Kunde. Der ist jung. Der ist immer Kunde. Was ist das für ein Name? Kunde. Hä? Wo hat er vorher gespielt? Bei Kunde ist König. Der ist Kunde. Bei Sevilla. Kickman. Der ist 98er Jahrgang. Der ist 25. 25? Ja. Hä, wann hat der angefangen bei Sevilla zu spielen? Stimme 12, genau. Der ist jung. Aber der Kleine hat der hat super gespielt. Aber ich dachte, Jamal ist 17, das ist überleg grad. Ja, aber das Ding ist, es gibt wohl ein Bild von Jamal in einer Zeitung aus Barca, wo er bei der Jugend gespielt hat mit den viereckigen so Barca-Trikots. Mit den viereckigen. Ah. Und das war die Saison 2016, glaube ich. 2015 auf 2016, glaube ich. Und da stand, dass er 10 war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich 19 sein. Nee, warte mal. Wann war das? 15, 16 hast du gesagt? Ja. Dann war der 12. Er müsste 18 sein. Ja, dann müsste er fast schon um die. Dieses Jahr müsste er dann 19 werden. Wisst ihr, wie der mit Nachnamen heißt? Mal endlich. Was? Ja, mal endlich.
Der war so schlecht. Also ich sage, Bayern gewinnt auf jeden Fall gegen Arsenal. Echt? Athlet, ja. Arsenal ist Arsenal. Nummer 1 gerade, ne? Ja, ich weiß, aber bei Druckspielen können die nichts. Der hier Havertz ist Jutrup gerade, ne? Der Müller hat heute ein Video aufgenommen, der Gerd hier nicht, der Gerd Müller, wie komme ich auf Gerd Müller? Ja. Thomas, genau, weil er gesagt hat, hier mein Freund, ne, wir sehen uns, wird geil werden und so, aber das ist interessant, weil die Bayern natürlich werden sie jetzt wieder gehandelt, als wären sie wieder zurück, weil sie jetzt einfach mal aus dem Nichts hier in der Bundesliga mal wieder so ein 8-1 gemacht haben und sowas. Nee, die haben ja auch Dinge ausgeschmissen. Ja, so, Lazio? Nee. Die haben doch gegen Lazio. Doch, Lazio, genau. Die Bauern wollen auch einen Fußballverein gründen, ne? Parsley United. Und Atletico gewinnt auf jeden Fall gegen Dortmund. Ja, gegen BVB gewinnt, glaube ich, gerade jeder. Ich habe ein Bild gesehen, das war richtig dreckig. Ja, ich habe ein Bild gesehen, das war richtig dreckig. Das war aus irgendeiner arabischen Telenovela, wo so ein Typ ist, der so macht und sein Vater daneben, der auch so macht. Und dann war hier so Barca-Logo, bitte gibt uns Dortmund. Und bei Dortmund war so, bitte gibt uns Barca. Vor der Auslosung, ja. Ja, aber ja, wird auf jeden Fall endlich mal wieder spannend. Macht Paris plant, ja? Ja. Paris ist. Obwohl, Mbappé ist noch da, ne? Aber egal. Egal. Der wird gegen Koundé spielen und Koundé wird ihn fertig machen. Der Koundé ist König. Ja. Ja, also sind wir da. Also Bayern, sagt er. Dann Atletico. Bayern, Atletico, City, Barca. City und Paris, Barca. Ich will kein Auge machen. Ich halte mich zurück. Möge der Bessere gewinnen. Ja, ja, dann müssen wir noch wegen gestern noch hier Mr. Unschlagbar noch reden. Achso, Xabi Alonso. Achso, ich dachte Klopp. Die waren 2-0, haben die hinten gelegen, den Karabakh. Und die haben gedreht, Junge. Und dann haben 3-2. Die wirklich, aber als wenn die so ein Abo hätten auf 90 Minuten plus. Also die haben wirklich in den letzten 7 Minuten 3 Tore geschossen. Geil. Und dann hatten die noch ein 2-2 in der 96. Und dann war eigentlich 96. war die letzte Minute. Und dann haben die gesagt, komm, die Leute müssen morgen arbeiten, wir müssen die Schluss machen, keine Verlängerung. Und dann haben die es trotzdem noch, haben die noch ein 3-2 gemacht. Krass. Und die hatten echt das Gefühl, ich hatte auch das Gefühl, das wird das erste Mal, dass sie diese Saison verlieren. Ich glaube, die sind jetzt. Die haben noch nicht ein Spiel verloren, ne? 36 Mal umgeschlagen, glaube ich, oder sowas. Ne? Also ja, keine. Ja, das ist krass, Xabi hat wirklich eine weiße Weste und so. Und ja, jetzt geht es für die auch weiter. Freiburg ist rausgeflogen. Aber hier Liverpool auch, ne? Die haben gestern wieder, wie viel haben die ja, gewonnen? Ja, die haben ja, das war ja auch schon Hinspiel, haben die extrem gewonnen. Die haben Hinspiel, haben die, glaube ich, 5-1 gewonnen. Ne, 4-1 oder 5-1? Und dann gestern haben die auch noch ein Tor nach dem anderen geschossen. Ey, weißt du, eine Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber es rhymt ja, ne? Das heißt, wir haben wahrscheinlich Finale, Liverpool gegen Bayer Leverkusen, da wird Bayer Leverkusen verlieren, Vizekusen. Und dann werden sie wahrscheinlich die Bundesliga auch wieder Vizekusen. Und dann werden sie im Pokal im Finale gegen Saarbrücken verlieren. Weil die Saarbrücker nämlich meine Mannschaft rausgeschmissen haben. Beste Mannschaft der Welt. Dieser Acker. Saarbrücken die Saison. Saarbrücken super. Weißt du, was ich das Problem finde? Warte, der richtet jetzt kurz auf. Wenn die nach Berlin gehen, was ich ja hoffe, weil die spielen in der nächsten Runde gegen Kaiserslautern, die spielen wieder zu Hause. Wenn die in Berlin nachher gegen Leverkusen spielen, dann gehen die 10-0 unter. Weil die können auf normalen Rasen gar keinen Fußball spielen. Weil der Ball auf einmal rollt. Ja, wirklich. Die denken so, die spielen passen, denken so, ja, der kommt wahrscheinlich. Und dann rollt er an denen vorbei, weil er so schnell ist und so. Ich glaube, ich habe wirklich das Gefühl, die kommen ins Finale. Und das wäre halt grandios. Aber ist Viertelfinale oder ist schon Halbfinale? Jetzt ist Halbfinale. Die sind jetzt schon Halbfinale gegen Kaiserslautern. Und Leverkusen spielt ja gegen eine andere Zweitligamannschaft. Weiß ich jetzt gar nicht, gegen wen die jetzt noch spielen. Aber das müsste eigentlich ein No-Brainer sein, aber man weiß ja nie. Und dann fahren die nach Berlin und ich sage, das ist Saarbrücken. Aber jetzt fliegen die wahrscheinlich gegen Kaiserslautern raus. Das ist wahrscheinlich das Dümmste, was sie machen können. Schmeißen 3 Bundesligisten raus. Bayern, Frankfurt und Gladbach. Und dann krass, dass die Bayern rausgeschmissen haben. Okay, ja, gut, genug Fußball. Fußball, habt ihr gesehen, Messi gestern wieder? Der Typ hat wieder geschossen. Wieder ein Tor. Der und Suarez. Aber was für ein. Ja, hab ich gesehen. Suavemente. Ja, aber halt genug Fußball und dann redest du wieder von. Ja, ich wollte das nur noch mal schnell hinterherwerfen. So, genug Fußball. Dann aber noch eine Abschlusssache, nämlich diese Woche rausgekommen ist, aber wahrscheinlich erst nächste Woche, jetzt wenn er ausgestrahlt wird, erstmal zum richtigen Thema in Deutschland wird. Kings League. Machen Weltmeisterschaft, ja. Also, der hat ja da der. Piqué hat ja gesagt, jetzt Ende Mai, Anfang Juni wird er 36 Mannschaften da international spielen lassen und er hat jetzt die Teamchefs vergrößert und jetzt die Bombe platzen lassen. Ein Teamchef, Neymar. Echt? Und der andere Teamchef, Ibrahimovic. Und natürlich hat sich Ibrahimovic natürlich auf so einem Sessel, haben sie so sind sie um ihn herumgefahren und hat er gesagt, I'm the King of Kings. Und dann? Also es wird ja immer mehr Druck jetzt auf die Baller League gemacht, ne? Weil die läuft ja eigentlich ganz gut. Aber wenn die Kings League jetzt nach Deutschland kommen soll, jetzt irgendwann mal, dieses oder nächstes Jahr, dann glaube ich, könnte es natürlich einen ziemlichen Schwapp-Effekt geben und sowas. Ne? Und ich bin gespannt, vor allem international, wir sind ja auf einem sehr hohen Niveau und auch die Spieler sind ja auch besser als hier in Deutschland und so.
Weil der Montag war dieser, ist, wo es der Max Kruse eingewechselt ist. Das sind auch so Spieler, die sind jenseits von Grün und Böse. Aber du hast letztens diesen Beitrag nochmal von Ronaldinho gepostet, ne, wo er die Spielregeln erklärt gekriegt hat und so. Ne, und er gesagt, ich laufe doch nicht mehr. Du bist verrückt, ich laufe doch nicht. Ich laufe nicht. Ja, weil haben dieses geile Spielsystem, dass sie den Ball in der Mitte halt runterfallen lassen und du musst halt von außen auf den Ball zulaufen. Also die haben keinen Anstoß und so. Ne? Und ich glaube, da hat er eigentlich keinen Bock drauf gehabt. Entweder das oder ich glaube, das war dieses Elfmeterschießen oder so. Ja. Bei Rashid in der Klasse damals, haben die in dem Sportunterricht auch so Ball in der Mitte gehabt, einer da an die Wand, einer da an die Wand. Und dann sollten die laufen und wer als erstes den Ball kriegt. Dann ist der Rafi gelaufen gegen irgendeinen so Allmann und hat verloren. Und der Rashid, wala Rafi, Blamage, schämst du dich nicht und so gegen einen Deutschen, guck dir den mal an. Wala Revanche, Rafi, auf jeden Fall hol ich mir den Ball. Laufen, pack! Die Nase von dem Typen, guck doch mal, guck doch mal Rashid an. Rashid. Scheiße, Nase gebrochen. Ja, Fußball ist gefährlich. Ravi mit Kopf gegen seine Nase, die Nase so scheiße. Ja, Fußball ist gefährlich. Gefährlicher als Federball. Aber erzähl mal, was hat Deutschland für Trikots? Für die EM? Ja, zeig mal bitte, ich hab die nicht gesehen. Ich hab nur was ist das? Ja, wir haben ja hier schon die ersten Verarschungen haben wir ja in diesem Kanal bekommen, ne? Dass wir da so ein bisschen auf Tütü gemacht und sowas. Ne? Nee. Was haben die für Trikots? Sag mal wirklich jetzt. Ja, die haben pinke. Halt Heimspiel-Trikots. Was? Pinke Trikots? Okay, ja. Miami hat auch pink, ist doch nicht so schlimm. Hä? Ja, aber warte hier, so. Warte, ich. So. Ne? Hm. Dann denkst du, okay. Warte mal, ich mach mal. Ist halt pink. Ja. Leverkusen, ne? Das, ne? Nee, das nein, das ist deutsche Nationalmannschaft. Ach, das ist deutsche. Achso. Represents the new generation of German soccer fans and the diversity of the country. What? Jetzt ist das nicht mehr so wie Inter Miami. Jetzt ist nicht mehr so wie Inter Miami. Weil zu Miami so pink und so, Miami wegen Flamingos und so, das passt ja alles. Aber das ist ja schon krass. Diversity. Sind die immer noch auf den Trip? Haben die nicht gelernt? In Katar so, dieses so, dann bye bye. Ja, stimmt. Weißt du, das ist eine politische Agenda, das bestimmen die meistens ja nicht selbst. Ne? Das ist ja. Ja, aber warum macht man das? Soll doch Fußball und Politik trennen? Was soll der Scheiß? Ist halt nicht so krass, ne? Aber ja, ist so echt nicht so krass, aber trotzdem. Der Hintergrund ist das Problem, glaube ich, für viele. Ich glaub, da müsst ihr jetzt gleich. Das sieht doch gut aus. Nee, da siehst du, das ist Heimtrikot. Das ist Heimtrikot, es geht aber. Ja, das ist so klassisch. Gündogan! Ich fand das damals in Schwarz, glaube ich, 2010 war gut. Das war schön, ja, also Schwarz war cool. Und das ist jetzt das Auswärtstrikot. Von Magenta. Telekom. Boah, Schleichwerbung wieder. Was ist doch mit dir? Ja, ich kriege hier jeden Monat 25 Euro von dir. Und zwei iPhones. Ja, aber ich bin da jetzt, für mich, ich habe nur gehört, die sind über 100 Euro kosten die heutzutage, die Trikots. 120, 160 Euro oder sowas. Und dann denkst du, Alter. Ja, aber es war 80 Euro schon viel. Das war super viel. Ich glaube, ich habe mehr so mein Trikot von Barcelona aus Barcelona mitgebracht, da war es noch 100 Euro oder sowas. Mm. Das ist ewig hier. Aber jetzt dafür so viel zu verlangen, ist schon. Ja. Frechheit, da haben kleine Kiddies, weißt du, was eine Frechheit ist? Leisten. Dieser Tackle, den ich hier auf WhatsApp geschickt habe. Letzte Thema zum Fußball. Oh, ihr seid richtig schon eine Stunde über Fußball. Macht dein eigenes Fußballcast und Podcast auf. Was war das? Guck, der ist durch. Jetzt kommt der. Ja. Und dann wundert er sich, warum der rote Karte war. Wrestling. Dann regt er sich noch das auf. War der Senna. Das ist die Mr. X-Technik. Ja. War der Senna. Also wenn du Jogger anspringst. Senna. Das ist John Cena. Guck, wie unglaublich der guckt. Hä? Warum eine rote Karte? Warum habe ich eine rote Karte bekommen? Das ist, wenn du Joggerin anspringst. Das ist doch deine Technik. Ja, die dürfen das nicht so oft zeigen. Noch eine geile Geschichte, nur kurz, um das abzuschließen. Aber es war witzig. Gestern war ja Karabakh, die haben einen Foul gemacht. Da ist der Leverkusen auf das Tor gelaufen, der hat ihn gezogen und dann hat er erst eine gelbe Karte gekriegt. Ne? Und dann haben alle gesagt: so, ey, das war letzter Mann und so, obwohl in der Mitte noch einer war. Dann ist der Schiedsrichter zum VAR gelaufen, hat sich das angeguckt, geht zu dem Spieler und sagt so: gelbe Karte, nix. Und der Spieler so: schlag ein! Und er so: rote Karte, was? Aber wieder da stand so: schlag ein! Da war so Sekundenabschnitt zwischen Freude und totalem Frust. Oh, ja, das ist mal. Halt mal raus, hier. Andere Themen und so. Ja, schieß mal raus. Ich hab viel, was wollt ihr? Egal, erzähl etwas. Aufregerthemen. Aufregerthemen, apropos. Die Tierschutzorganisation Peter hat, Peter, nicht Peter, so Peter. Peter Lustig? Ja, das ist nicht lustig. Hat in Thailand eine Firma verklagt und diese Firma gehört Gucci. Gucci hatte das damals gekauft. Eine Schlangenfarm. Und wenn ihr, die haben Videos gezeigt, die werden lebendig gehäutet, die werden mit den Hammern geschlagen auf den Köpfen. Und damit machen die halt diese 5.000 Euro Taschen
Und jetzt haben die das heimlich gefilmt, die haben sich da eingeschleust. Das geht jetzt eine fette Welle, Junge. Die kriegen eine richtig fette. Und ja, Tierschutz ist für uns sehr wichtig. Wir achten auf jeden. Ja, fuck off. Motherfuckers. Haben Schlangen. Was soll das? Und das sind auch diese Python, die ganz zart sind, die ganz cool sind. Die sind nicht schreckhaft oder so. Wenn du sie einfach streichelst, kommen die. Das sind wie kleine Hunde. Die sind, krass. Gut, Chihuahuas. Gut, Chihuahuas. Ja. Ja, jetzt redet doch mal was darüber. Einfach Fun Fact, nur. Ja, ich muss ein Funfact dazu. Auf den Taschen ist ja doppelt G, ne? Ja. Schlange. Weißt du, wofür die Gs eigentlich stehen? Das eigentlich ist ja für Gucci. Aber der erste, der Typ, der Erfinder hieß wohl Guccio Gucci. Guccio. Guccio. Ja. Also Guccio Gucci. Also ja, sind ja Schlangen sind das eigentlich auch. Guccio, auf den Guccio. Taschen. Ja, ja, weil es Schlangenhaut ist. Asozial. Die haben die Tiere. Mann, die haben Tiere. Was soll das? Da siehst du, ich so, ey, ich kann mir das nicht angucken. So. Nix. Und jeden Tag 30 bis 40 bis 50 Schlangen. Was machen die mit so viel Flange für Taschen? Weil die Leute nachfragen. Ich will auch eine Schlangenledertasche haben. Ja, die stehen ja immer Schlange da bei Gucci. Ja. 5.600 Euro. Ohne Beine. Ohne Beine. Dazu, dazu ein weiterer Funfact ist im letzten Mal. Das Video kann man sich anschauen. Boah, nee. Will doch keiner. Du kannst es nicht mal angucken. Aber aufregender Thema. 30.000 Klicks. Ich habe nur letztens einen Beitrag gelesen, wo jemand gesagt hat, Gucci ist nicht für reiche Menschen, Gucci ist für Leute, die sich Gucci nicht leisten können. Das ist schon der Stand der unserer Menschheit. Wollt ihr lieber 500 Euro in einer normalen Handtasche haben oder 100 Euro, in der Schlange? Oder 100 Euro in einer 5.000 Euro Schlange? In einer Aldi-Tüte. Entweder 500 Euro in einer Aldi-Tüte oder 100 Euro in einer Gucci-Tasche. Ja. Gucci. Also Gucci. Gucci ist ein neuer Film. Butcher. Wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich überhaupt keine Affinität für diese ganzen Labels, ne? Also, ja, auch nicht. Also Gucci und ich auch. Also Armani ist das Einzige, was einigermaßen funktioniert. So, ne? Aber Prada, so, Prada eher. Ja. Oh. Armani. Prada ist Armani, hat Stil. Armani hat Stil. Armani ist immer Klasse. Ja. Einfach simpel, elegant. Das war's. Ja, die haben ein neues Parfum raus übrigens, Armani. Ist schon lecker. Schon lecker. So schwarze Aber lass mich raten. Fläschchen. Eau de Pomme. Eau de Pomme, das waren die Japan. Also heißt das Bein Army? Bein Army? Bein Army. Bein Army. Nicht Armani, sondern Beine. Ja, schlimm, Schlange, wir haben Tiere, ey. Nur wenn du so Können wir solche Videos auch nicht angucken? 5.000 Euro. Der guckt mich an, der muss so lachen. Ich hab ganz so geguckt. Siehst du lustig aus? Ja. Okay. Du siehst heute gut aus. Stimmt. Wie Joe Pesci bei Goodfellas. Bin ich komisch oder wie? Wo komme ich? Bekomme ich nicht. Was sagt ihr denn zu Andrew Tate? Andrew Tate. Der ist wieder verhaftet worden, ne? Mhm. Warum? Ja, ich sag doch, die haben den auf dem Kicker damals schon, den haben die nicht gekriegt. Kicker. Das ist, die britische Justizbehörde hat den Rumänen geschrieben und hat gesagt, hier, der muss verhaftet werden und dies und das. Aber das geht ja nicht. Wegen Warum? Einer. Die können doch schreiben. Ja, aber die haben gesagt, nicht verlangen. 2012, zwischen April und Dezember, hat der Sexual Intercourse gegen Miami. Eine Frau gehabt, was wohl zu hart oder zu krass war. Aber der Name dieser Frau oder dieser Frauen wird nicht genannt. Waren die denn dabei? So. Das Ding ist, diese Frauen haben schon mal geklagt und dann wurde die Klage fallen gelassen von der britischen Justizbehörde. Wir brauchen Geld. Und dann haben die Crowdfunding gemacht, damit die das nochmal zahlen können, die Frauen. Ja. Dann haben die Crowdfunding gestartet und das ist jetzt nochmal zu die Justizbehörde gegangen. Und die haben jetzt den Rumänen gesagt, okay, verhaftet Andrew Tate und seinen Bruder, weil damals, 2012, ist in dem Zeitraum was vorgefallen. Ja, aber da wird nicht gesagt, was vorgefallen ist. Die suchen dann kann ich ja auch jetzt ein Crowdfunding machen, ich will Hitler verklagen. Und er selber... Da kriegst du auf jeden Fall Kohle für. Ja. Dann kriegst du Probleme mit der AfD. Ja. Und er selber hat das vor zwei Tage vor seiner Dingens, oder eine Woche vor seiner Verhaftung, hat er schon gesagt... Die Rumänen haben nicht geschafft, mich in Gefängnis zu sperren. Als nächstes kommen die Briten selber. Meint der UK is next. Die kommen für mich. Ja, ja die stehen alle Schlange. Die beiden können froh sein. Die beiden können froh sein, dass die Richterin schwul ist. Sich alles genauso angeguckt hat und so cool drauf war und deswegen gesagt hat, das sind keine Beweise, ich kann die Jungs jetzt nicht hier behalten. Ja. Die waren noch nicht dabei, die waren nicht im Schlafzimmer, haben zugehört, das war gerade zu hart. Wieder zu Hause, aber die haben jetzt wahrscheinlich wieder Ausgangssperre 40 Tage oder so. Aber die sind wieder, ach so, ich habe gar nicht gekriegt, dass die wieder frei sind. Ich habe nur gehört, dass die ausgeliefert werden können nach England. Nein, können die nicht. Nee. Die hätten, das Ding ist, die hätten nach England ausgewiesen werden können,
Aber die wurden gefragt und die haben gesagt, wir wollen nicht nach England ausgewiesen werden können. Und die Briten ausgewiesen werden können. Aus Friesen oder was? Auf jeden Fall. Wiesen, auf den Wiesen. Die Briten wussten das, dass die sagen, ey, nein. Und deswegen haben die Briten den Rumänen gesagt, tut sie in eure, wie haben die das genannt? Preconditional Air System. Pernam, Jail, irgendwas, bla bla bla. Die haben, die Rumänen können nämlich jemanden bis zu 3 Jahre einfach so im Knast behalten. Und das haben die gesagt, und die Briten haben gesagt, mach das. Und dann hat die Richterin sich das angeguckt, meinte, ihr habt nicht gesagt, was passiert ist, ihr sagt nur einen Zeitraum, das, was passiert ist, ihr stellt keinen Namen zur Verfügung, ich lasse die Jungs nicht hier. Und dann haben die ausgesperrt. Was ist? Nein, weil du immer so redest. Ja. Ich kann sagen, die wieder aus dem Knast rausgeholt. Ohne Quatsch, ne? Die haben die auf den Kicker, die wollen die unbedingt wegkriegen, weil die einfach sagen... Die sollen einfach Tom Cruise anrufen. Und danach habe ich direkt Emergency Meeting geguckt von den beiden. Also die sind rausgekommen und dann haben die gesagt, 22 Uhr gibt es unser Emergency Meeting live auf Rumble. Habe ich geguckt, da habe ich mir angehört, was die gesagt haben. Die sind natürlich wütend gewesen und so, aber die haben gesagt, wir wussten, dass das passiert. Und dann hat der Andrew Tate gesagt, manchmal frage ich mich, ob ich mich überhaupt noch zurückhalten soll. Ob ich von diesem Sturm ganz normal weggehen soll oder ob ich mich umdrehen soll und einfach in diesen Sturm reinlaufen soll. Wie die Hornochsen, hast du mir vorher auch gesagt. Und dann spoilere ich alles, wie alles funktioniert, komplett die Hinterkulissen und dies und das. Und wenn wir das machen, dann sind wir morgen wieder im Knast. Boah, krass. Und hat der Tristan gesagt, augengewisch shit. Meinte, sie haben mich mittlerweile zu einem Punkt gebracht, ist mir scheißegal. Also wir können von mir aus alles raushauen, was wir wollen. Aber woher wissen die so viel? Die Leute sind ja zu denen gekommen und haben denen Angebote gemacht und so. Genau wie dieser Sneeko. Ja. Nico ist ja auch Muslim geworden, ne, YouTuber und so. Ja. Ist auch Muslim geworden und macht jetzt auch so, versucht Leute Dawa zu machen und so. Echt? Das war? Ja, ja. War halbes Jahr Minimum. Krass, wusste ich gar nicht. Und was ist passiert? Eine Gambling-Firma ist zu dem gekommen, ey, wir bieten dir 20 Millionen. Boah. Hat er gesagt, niemals. Hat er gesagt, mach ich nicht. Da war doch ein Fußball auch, ne? Wer war das hier bei Newcastle, glaube ich, ne? War das Newcastle? Da hat der, wie hieß der eine? Eine schwarze Fußballer. Der hat einen. Cissé. Ja, der hat gesagt, der spielt nicht für die, weil die haben Gambling-Werbung bekommen. Sagt er, ich will nicht dafür für die spielen und so. Aber dann muss er irgendwie, ne? Weil er ist im Vertrag war und so. Ja, ich fand's krass. Und am Ende haben die natürlich gesagt so... Aber nicht, dass sie denn wie... You're still standing. John Barrett, still standing. Yeah, yeah, yeah. Aber nicht, dass sie diese eine wie John Barnett... Ist Barnett. Whistleblower für die Airlines. Boeing 7. Der hat doch gesagt, dass da viel nicht funktioniert, viel veraltet ist und. Ja, der ist auf mysteriöse Art und Weise. Ja, die haben ihn Boeing gemacht. Er hat sich wohl selber erschossen. Krass. Ja, der Typ hat 30 Jahre lang für die Firma gearbeitet, für die Boeing und was weiß ich, welche war das? 787, oder? Ach so, okay, wenn der war das weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Boeing. Und die 7 Zwerge, da gibt es auch Unterschiede. Ja, ist auf jeden Fall auf mysteriöse Art und Weise aufgefunden worden und hat sich angeblich selbst erschossen. Alle fragen sich natürlich, warum hat er sich selbst erschossen? Der hat 30 Jahre lang wohl für die Firma gearbeitet, ohne Probleme, weiße Weste, alles. Und dann hat er ausgesagt und auf einmal danach, oh, ich erschieße mich jetzt. Und dann hat er sich wohl erschossen. Warum? Also, kann doch sein. Schon ein bisschen merkwürdig. Das Problem ist, dass er schon in der Anhörung war. Ne? Also der ist ja schon angehört worden, ist dann nach Hause gefahren und soll sich dann wohl self-inflicted gunshot wounds zugefügt haben. Ja, beim Autofahren ist es ein bisschen schwierig. Das ist wie damals, als sie diese Leiche gefunden haben von diesem Mädchen mit 27 Stichen im Rücken, im Nacken, im Hals und dann und danach Selbstmord. Kann alles sein. Kennt ihr den Streisand-Effekt, den Internet-Streisand-Effekt? Dass du eigentlich Sachen, die du ja vertuschen möchtest, eigentlich viel größer werden dadurch. Mhm. Ja. Ich weiß aber nicht genau, was es mit Streisand zu tun hat. Barbara Streisand. Ja, aber ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat und was sie vertuschen wollte. Streusam. Auf jeden Fall muss der Hitman auch gesagt haben. Echt jetzt? Digga. Das fällt doch auf. Okay. Ja, ich würde es ganz anders machen. Knick, knack, knack. Weil ich meine, wenn du mitten in der Anhörung schon, ne, du hast schon die ersten Sachen rausgesagt, du bist ein Whistleblower, bekannter Whistleblower und du weißt genauso. Aber stell dir mal vor, das war ein schlechter Hitman, der sollte den eigentlich vor der Anhörung umbringen und der kam zu spät und der so, fuck. Der hat den Airbag so präpariert mit so einer Pistole drin und dann ist er so, wieso fährt der immer noch rum? Ja, schon, also ist schon komisch, ne, dass Whistleblower dann auf einmal nicht mehr da sind. Man sagt ja immer die ganze Zeit, was ist ein Leben so wert, ne? Wahrscheinlich in jeder Drittweltland wird das immer billiger und sowas, ne? Aber bei sowas ist, glaube ich, wenn du sowas
in der Öffentlichkeit nachher behauptest, was er behaupten wollte, damit machst du ja richtig Menschen, dann bist du eine ganze Firma kaputt. Ne? Also ja, aber die Frage ist, hat er richtig gehandelt oder nicht? Weil wenn die Burgen wirklich so schlecht verarbeitet sind, dass da Unfälle passieren könnten oder wieso könnten? Was? In letzter Zeit haben sich die Nachrichten. Ja, das meine ich ja. Flugzeuge müssen also umdrehen. Also hat er doch eigentlich richtig gehandelt, oder? Ja, klar. Ja, aber die werden ja immer wieder, die werden gefunden. Die sagen, auch wenn die abstürzen, der hat werden gesagt, die gefunden. Außer aber, in Malaysian Air. Ja. Die ist immer noch nicht gefunden. Was ist mit dem Flugzeug passiert? Keine Ahnung. Die habe ich im Keller hier. Eine Doku gesehen. Das ja, ist so spannend. Mal, woher die Stille sind, mein Freund. Die haben bis heute das Flugzeug nicht. Ja, aber die wollen jetzt wieder die Ermittlungen aufnehmen. Ne? Haben die, ich weiß nicht, welche Regierung gesagt hat, sie wollen nochmal nachforschen und so. Wahnsinn. Aber dieser, wie heißt denn mal der Whistleblower? John Barnett. John Barnett hat wohl gesagt, intern ausgeplaudert, dass wohl, um Timelines einhalten zu können, haben sie wohl altes, verbrauchtes Material wiederverwendet, was sie nicht halt machen dürfen. Also das sind ja wirklich Fehler, die fallen ja irgendwann auf, weil die scheiß ja, Flugzeuge haben. Deswegen, ja. Also er hat ja eigentlich richtig gehandelt. Auch wenn man sagt, oh, der macht eine Firma vielleicht kaputt und so. Ja, aber was soll ich mit einer Firma fliegen, die veraltete Sachen? Es ist so gefährlich. Wenn da oben mal irgendwas abgeht, hast du gesehen, letztes Mal hat der einen Flügel gebrannt und so. Das kannst du. Chicken. Ich hätte mir in die Hose gemacht. Der Tür fliegt raus oder so ein Fensterpaneel ja. Und sowas. Und, das ist schon. Reifen. Irgendwie sogar das ganze. Ein Reifen ist abgegangen. Oder Reifen. Okay. Abgeflogen und dann in der Luft auf einmal siehst du. Sehr unreif. Mal, das Ganze. Fällt dir so ein Reifen auf dem Kopf. Ja, sehr unreif das Ganze. Das ja, echt. Sehr gefährlich bei der Formel 1 auch, ne? Wenn das Ding dann den Zuschauer ballert und so. Boah, das ist halt Junge. Letzte Woche ist ja auch hier diese Batterie-Ding ins Müll hier, ne? Über ja, stimmt. Ist aber dann im Atlantik gelandet, oder? Ja, also Satelliten. Satelliten und so. Aber die haben gesagt, das fliegt hier vorbei. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird, ist sehr, sehr gering. Ich glaube, bisher wurden nur zwei Leute getroffen auf der ganzen Welt. Zweimal. Haben die Hai gesagt? Ja. Nee, wurden halt leicht getroffen, aber sie blieb bei einer Frau blieb unverletzt und bei einem Jungen, glaube ich, ist er auf seinen Fuß gefallen. Gefährlich, ey. Aber es ist also bisher. Was machen wir jetzt mit dem Weltraumschrott? Ja, das ist es ja. Das ist ja die Frage, was ja, passiert. Ja, komplett, einfach so ein Magnet, Riesenmagnet. Nee, in die nächste Galaxie. In die Sonne. In die Galaxie. Ja, aber die kommen ja zurück. Warum? Weil die keinen Bock mehr haben. Die Außerirdischen schicken es wieder zu uns. Dann hau ab mit dem Müll. Aber stell dir mal vor, das sind 100.000 Stundenkilometer. Die Erde dreht sich um 100 Stauden. Stauden. Das merkst du aber nicht. Ich stell dir vor, wir würden es mehr merken, dann müssen wir das festhalten. Aber das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ne? Stell dir mal vor, du hättest jetzt ein Seil, das 150 Millionen Kilometer entfernt lang ist und hast einen Tennisball dran. So, bis du den was zum Schwingen bringst, das dauert wie lange? Ein Jahr, 365 Tage. Und das ist ein krass, oder? Böse. Schon krass. Ja. Crazy. Ich wusste nicht, dass Sie Physik studiert haben, Mr. X. Physiobär. Physiobär. Kommen Sie direkt gestrengt. Für Mr. X. Warum sind Sie hier? Ja, wegen der Physio. Ah, Physik? Nee, Physio. Ja, aber wie war das mal, dieser russische Kriegssoldat, der da im Flugzeug abgestürzt ist? Und das ist eine gute Ausrede für Putin, wenn er sagt, ja, der saß im Airbus. Ja. Der hat nicht abgeschossen, der saß im Airbus drin. Hast du gesehen, das Bild von angeblich von Wagner? Von dieser Wagner-Truppe, der. Gibt's immer noch? Wie ist der Typ? Die ist auch der komplett abgestürzt, dachte ich. Ja, der ist ja angeblich tot. Ja, jetzt sind Fotos aufgetaucht von angeblich von ihm im Zug. In einem öffentlichen Zug. Wahrscheinlich irgendein anderer. Steht der hinter Putin, weißt du, so wie so der Spion bei Assak Sobel. So. Twitter war voll davon. Twitter, alle haben das gepostet und meinten so, ja auch dieser der sieht uns sehr bekannt. Das ist ein Foto von diesem Maschalek. Maschalek. Oder aufgetaucht in Russland als Priester verkleidet. Der Typ ist das Phänomen selbst. Ne? Der hat hier so dieses Startup, dieses Wirecard hochgezogen und der soll jetzt ein russischer Spion gewesen sein und sowas. Also der Typ ist echt crazy. 2 Milliarden Euro. Wow. Das ist echt krass. Alles auch so geheim. Apropos geheim, habt ihr gehört, dass jetzt Airbnb, dass die Kameras verboten worden sind? Was ist für ein Quatsch? Innen drin. Wo du denkst nur, warum sind da Sicherheitskameras innen drin? Airbnb. Ja, aber wenn jemand. Airbnb. Ja, aber was, wenn da jemand was zerstört und so, hat er wenigstens gesagt, hier. Da sind ja zum Beispiel, du kannst ja zu Hause in deiner Wohnung, hast du eine Kamera. Wie kannst, jeder, Mann. Kannst du haben. Wie jedes Handy, hat eine Kamera. Ja. Die mich filmt, während ich PlayStation spiele. Ne? Nein, aber diese Kameras sind jetzt wohl verbannt worden, weil viele dann halt immer dann die Leute aufgenommen haben, die sich dann umgezogen haben oder was weiß ich was, wenn da Mädels dahin waren oder so. Ja, aber ist auch kein Problem. Jedes Handy hat eine Kamera. Ja, aber dass du hast dein Handy nicht zu Hause. Doch.
Ja, das ist jetzt richtig offiziell verboten worden. Ersatzhandy? Das ist nicht vorher schon verboten worden. Ja, das ist ja dein Privathaus, deine Privatwohnung. Ja, aber du vermietest das ja. Also du stellst das ja Leuten zur Verfügung. Deswegen. Die Aussage war wahrscheinlich immer, ich habe gar nicht angehabt oder so. Ist jetzt komplett verboten. Ja, aber die jetzt Bildrechte und so weiter, ne? Also da hat so jemand. Nicht nur Bildrechte. Ja, Persönlichkeitsrechte. Diese TikToks, wo die Leute sagen, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Airbnb buche. Dann gehen sie zum Spiegel und kriegen da so ein Haar dran. Ich denke die ganze Zeit, was sind das für Tricks? Was ist da los? Ja, nee, die sagen, wenn du deinen Finger, wenn da im Spiegel quasi ein bisschen Abstand ist, dann ist das ein richtiger Spiegel. Ja. Aber wenn du drauf drückst und deinen Daumen berührt im Spiegel quasi deinen Daumen, dann ist das nur eine Scheibe. Siehst du mal. Muss man mal erklären. Also. Ja, Verbote. Bei einem Spiegel, der an eine Wand hing. Und den konntest du abmachen. Und dann habe ich mir den Finger dran gelegt und du siehst, mein Daumen, denke ich mir so, was erzählst du für einen Müll, Alter? Also konntest du deinen, war kein Abstand. War kein Abstand zwischen deinem Daumen oder was? Da war null Abstand. Hm. Verbote. Genau wie TikTok. Die ganzen Videos von dir im Internet, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Was denkt die Alte? Was ist der los? Was auch noch jetzt verboten ist, TikTok in Amerika. Noch nicht. Bald. Noch nicht. Die wollen ja, wie hat was die gesagt? Die denn dann? Die wollen ja TikTok die ganzen nicht Leute, die Kohle machen damit. Was hat die Pelosi? Wie heißt die? Nancy Pelosi. Was hat die gesagt? Die hat gesagt, wir wollen TikTok nicht verbieten, wir wollen TikTok besser machen, wir wollen Tic-Tac-Toe machen. Winner! Blamage, ne? Eine ältere Frau, die so. Ältere Frau, die voll Blamage. Schon. Das ist die korrupteste Frau, die es gibt. Die hat einen Mann. Echt? Der macht Aktiengeschäfte, Daytrading. Und komischerweise gewinnt er nur, weil sie nach Hause kommt und ihm immer sagt, so, ja, die Firma haben wir jetzt besteuert und die Firma lassen wir jetzt durch. Und er hat komischerweise immer nachher Gewinne eingefahren. Ja, und der eine belauscht seine Frau und, ja, und macht 1,5 Millionen Krieg Strafanzeige. Aber wir hatten, um das nochmal zusammenzufassen, die haben es durch den Senat, nee, die haben es jetzt erstmal durch die... Durch den Salat. Nicht den Kongress, also irgendwelche Abgeordneten, also 50 Abgeordnete haben jetzt dafür gestimmt, also einstimmig. Die kriegen sonst nichts einstimmig hin da, ne? Aber da haben sie sich eigentlich gewinnen nicht, das muss weg. Und jetzt muss das noch durch den Senat durch. Aber die haben gesagt, das ist nicht so sinnvoll, also das ist nicht so wirklich sicher, ob das der Senat komplett durchwinkt. Und das sind Milliarden im wenn Spiel. Wenn Joe Biden gesagt hat, wenn es durch den Senat geht, schreibt er, unterschreibt er das. Die haben Influencer, die kriegen ja kein Geld mehr. Aber wenn Trump an die Macht kommt, dann will er nicht. Ja. Aber die haben auch ganz klar gesagt, was deren Agenda ist. Ne? Die wollen halt einfach nur nicht, dass das Ganze im Ausland gebunkert wird, die ganzen Daten. Also es gibt schon sehr großes... Ja, die wollen selber alles bunkern. Ja, das ist deren Vorwand. Ein Konglomerat quasi. Zum Beispiel von diesem Mark Cuban und sowas, ne? Also den ganzen Löwen da in Amerika, diese Lion's Den, die wollen sich zusammentun und die wollen das kaufen, weil das die größte Plattform ist gerade auf der Welt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weißt du, ich bin kein TikTok-Fan, aber es ist... Wer da angerufen hat in Washington? Tom Cruise. Bezos. Ja, auch Tom Cruise. Bezos und Zuckerberg. Weil Bezos hat extrem Probleme, weil TikTok so schnell ist. Du guckst dir ein TikTok-Video an, der hat ein T-Shirt, du gehst direkt, swipes in den Shop, du bestellst das kostenlos, versandkostenfrei, kannst du es dir schicken lassen. Das heißt, du musst nicht mehr in eine andere App, du musst nicht suchen, du kriegst direkt diesen Artikel. Und das hat Amazon so viel Marktanteil weggenommen, dass der richtig Panik kriegt gerade. Cool. Weil der ist so ein Mammut, der kann sich nicht so schnell bewegen wie TikTok und jetzt sagen die natürlich, das ist gefährlich und das sind nur die großen Leute in Silicon Valley, die sagen, das muss jetzt weg. Ja, natürlich. Und die Amerikaner stehen schon da und sagen, lass uns das kaufen. Und diese Anhörung von dem Chef von TikTok, das ist so lächerlich. Ne? Ich weiß nicht, ob die gesehen haben. Ja, dieser Singapore. Ich weiß nicht, ich vergesse den Namen immer, der wird immer von den Kongress geschoben, der arme Mann und so. Und haben die gesagt so, haben sie was mit China zu tun? Nein, ich bin aus Singapur. Haben sie die chinesischen Staatsbürger? Nein, ich bin Singaporean. Was sprechen sie? Sprechen sie Chinesisch? Nein, ich bin... Also der wirklich, der hatte, das hat nicht funktioniert, wie er das sich geplant hat und so. Ne? Der hatte keinen Ansatz gefunden, dem zu sagen, haha, und hat ihn sogar nachher gefragt, sind sie Mitglied der chinesischen kommunistischen Partei? Und so, ich habe nichts mit China zu tun, was ist mit ihnen los? Also diese Anhörungen sind so lächerlich. Ja, ist auch so. Hört. Aber wie du gesagt hast, Mr. X, im Endeffekt hängen da extrem viele Arbeitsplätze. Ja, die haben Influencer und so, kriegen kein Geld mehr. Die kriegen wirklich, also wenn du deine Existenz darauf aufgebaut hast, wirklich monatlich eine gewisse Revenue zu bekommen von deinen TikToks und das fällt weg, die haben keinen Plan B. Also stell dir vor, du machst ein Format, wo du dann auf einmal richtige Stars und so hast und die Interviews und so und dann kommt von einem dieser Leute kommt ein Video raus, wo der so ein Ding hat und dann verlässt dich dein Mann. Und dann willst du auf eine Afterparty von dem und dann wirst du rausgeschmissen. Ja. Hast du mitbekommen, Marcel? Nee. Die wurde Bobby Althoff. Echt? Bobby Althoff ist auf eine Afterparty von Drake gegangen und ohne Einladung haben die rausgeschmissen. Die hat ihren Mann verloren, alles Mögliche wegen diesem Format, was sie gemacht hat. Und jetzt wird die da bei Drake noch nicht mal auf die Party gelassen. Da hat sich mal ganz schön verschätzt mit der. Da hat sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben gerade. Drake wird mich nehmen, dann scheiß auf meinen Mann. Aber habt ihr gehört, die hat noch diesen Boxer interviewt, ne? Der. Welchen? Der jetzt so ein bisschen durchgeknallt sein soll.
Der soll jetzt kämpfen. Ryan Garcia. Ryan Garcia. Ach so, ja. Und der jetzt ganz komische Geschichte erzählt von diesen ganzen Bohemian Grove. Bohemian Grove und sowas. Ne? Und ich hätte auch Dayton angeblich angerufen, aber ich weiß nicht, ob das so AI war. Das also, war AI, 1000%. Also die haben ja gesagt, er redet ja sehr viel von Jesus und redet, er ist ja sehr religiös und sowas. Und die haben ihm gesagt, er darf nicht mehr darüber reden, wenn er jetzt in der Pressekonferenz ist und sowas. Und die haben ihn wohl zu diesem Bohemian Grove gebracht und haben wohl vor seinen Augen schlimme Sachen mit Kindern gemacht und so. Und da habe ich mal ein bisschen dieses Bohemian Grove gegoogelt und sowas. Das ist wohl eine lange Einrichtung von der Elite. Dabei geht auch Präsidenten und sowas. Das gibt es Arnold Schwarzenegger geht auch, dahin, auch das und so. Schon. Aber was ich dann wieder sehr verblüffend finde, ich meine, habt ihr Midsommar gesehen? Nee. Ich habe nicht geguckt. Da gibt es ja diese Anschlussszene, das ist ja so ein heidnischer Brauch, dass du nachher so eine Strohpuppe verbrennst und sowas. Ne? Und das ist aber auch da, wird gemutmaßt, ob da nicht ein Menschenopfer drin ist, das noch lebt. Und du hörst halt Schreie nachher, als das verbrennt wird. Also, ne? Allegedly. Man weiß nie genau, was die bekloppten Menschen da so tun. Allegedly. Da ist doch letztens auch ein YouTuber irgendwie hingegangen zu Bohemian Grove und hat alles gefilmt. Und ja, so. Wie geht das? Wie kann er das machen? Der hat den Platz gefunden. Handy, aber der hat sein Airbnb mitgenommen und hat das einfach hingestellt. Wahrscheinlich. Lass uns unsere Ersatz-App machen. Fickfuck oder Mickmack. Fickhack. Mickmack. Knickknack. Knickknack. Knickknack ist gut. Ja. So eine Knickknack. So eine Dating-App. Knickknack. Knickknack. Knicknatterton. Machst du so eine ganz harmlose App und nennst sie Knickknack und dann hast du nachher bist du so eine Bums-Plattform. Ja, und dann machst du Millionen. Du machst Kohle, Mann. Knickknack. Du hast ja nichts damit zu tun. Ja. Du hilfst den Leuten, dass sie glücklich werden. Ja. Ja. Aber weißt du, wo die dann machen muss? Bei Nick Natanon. In El Salvador. Warum? Weil El Salvador hat jetzt der Bukele hat Einkommenssteuer von 30% runter auf Zero gebracht. Yo. Null Einkommenssteuer. Und jetzt sind ganz viele Bitcoin-Halter und so haben jetzt überlegt, die El Salvador-Staatsbürgerschaft anzunehmen, damit die keine Steuern zahlen für ihre ganzen Bitcoins und so, die die haben. Die apropos Bitcoin, ich habe hier Ethereum, ich habe 0,01 oder so, habe ich für 160 Euro einfach investiert. Das klingt wie ein schlechter Witz. Naja, pass auf. Ethereum im Wald, was ist mit dem los? Und plötzlich bing, bei 440 Euro, ohne dass ich was gemacht habe. Das ist einfach nur gestiegen. Habe ich sowas gemacht, habe ich das direkt umgewandelt in Bitcoin. Jetzt habe ich 0,005 Bitcoin. Die Reichen der Reichen sagen, man braucht nur 0,2 pro Bitcoin. 0,2? Ja. 0,2, habe ich mit 0,0005. Ja, dann hast du ein paar Satoshis, nennt sich das. Alles, was hinter dem Komma ist, sind Satoshis. Übrigens, der wurde verklagt, der Mann, ne? Der gesagt, der behauptet, ich wäre Satoshi, der Engländer. Das Gericht hat ihn jetzt verklagt. Das nennt man auch Aufmerksamkeit, ja. Genau wie Bobby Althoff wahrscheinlich. Also Menschen wollen halt mit irgendwas glänzen, was nicht da ist. Ja. Also. Oder wie dieser Drogendealer aus England, der rumläuft und sagt, der ist Conor McGregor. Und damit der Drogendeal es besser abschließt und so. Und das hat dem was gebracht, aber der ist jetzt aufgeflogen. Hast du das Interview mit Conor gesehen? Ja, der ist voll auf Koks. Hast du das gesehen? Ich habe nur gesehen, der macht jetzt Promo für diesen Roadhouse-Film und so, ne? Und dann sagt der Jake Gyllenhaal hat auch gesagt, dass das Ganze sehr professionell ist, weil er sich ja auskennt in Streetfights und sowas, ne? Und dann meint er nur so, ja, wenn ich das halt mache, dann ist das halt so, ich bin halt schon öfters in Barfights gewesen, hat jemand drunter geschrieben und gegen alte Opas kämpft. Ja, so. Hat er den 16-Jährigen geboxt, da hörst du. Aber hier, was soll ich sagen? Whisky ist wack. Aber hast du das Interview gesehen? Ja, die ganzen Fans von ihm machen sich Sorgen um den, weil er so drauf war. Der Typ ist auch drauf. Letztens hat doch so ein UFC-Fighter ist in ein brennendes Haus gelaufen, hat seinen Eltern gerettet. Seinen Vater gerettet. Der ist jetzt wach aus dem Koma. Ja, Mark Coleman. Ja. Der ist voll geheult. Sein Hund hat den geweckt und hat dem quasi verdeutlicht, dass das Haus brennt. Oh, Tiere sind dann so krass. Dann ist er aufgestanden, hat seine Eltern da rausgetragen. Und er, das Haus war schon am Brennen und so. Der konnte gar nichts mehr sehen. Und dann ist er nochmal rein, um den Hund zu retten. Und dann hat er das nicht geschafft, den Hund zu retten. Der Hund ist gestorben? Ja. Ein Hero. Der ist im Krankenhaus jetzt wach geworden. Der ist voll geheult. Er war im Koma und jetzt ist er wach geworden, hat seine Kinder umarmt und meinte, ich bin der glücklichste Mann der Welt, dass meine Eltern... Ne? Mark Coleman, der ist aufgewacht. Ja. Ja, der ist. Achso, der war im Koma. Ja. Ich dachte, sein Vater war im Koma. Nein, der war selber im Koma. Der hat ja seine Eltern gerettet und weil er nochmal reingegangen ist, um den Hund zu holen, war der K.O. im Krankenhaus und danach. Tiere, ist er aufgewacht und hat voll geheult, hat seine Kinder umarmt und so, seine Töchter. Schlauer. Ja, guck mal. Was los? Guck mal. Cracker, Crick. Hast du gesehen? Voll eine Nase gezogen vorher. Ja, am Anfang siehst du das, wenn er hier so ins Gesicht fasst und kratzt. Der ist voll drauf, Mann. Das Ding ist ja, dass er auch, die haben ja auch von Leonardo DiCaprio, haben die auch eine Szene vom Super Bowl gehabt, wo er wohl, also er soll sehr auch gut konsumieren, ne? Allegedly.
Also es gibt, diese Droge ist relativ bekannt, aber dass die Leute sich da mit Langzeitschäden, mit diesen Nasenscheidenwänden machen, ist das... Ja, meine sind so tief, ich kriege keine, jede Nacht, ich muss aufstehen auf die andere Seite, ist wieder voll. Du auch mal hier, Kokainbär. Kokainbär. Muss auch mal machen. Glaubt ihr, er kämpft um 300er UFC? Nein. Also Dana White hat nächsten Monat, nein, der hat sich ja offen gelassen bis jetzt, ne? Nein, nein. Hauptkampf ist ja jetzt klar. Die Karte steht schon. Nicht? Also er weiß, jetzt haben wir noch gesehen, dass er... Da waren ja alle enttäuscht. Das ist der Pereira kämpft gegen Hill. Und alle so, hä, was ist das denn? Und hat der Hill sich aufgeregt, warum sich keiner gefreut hat. Ja, wer bist du, du Idiot? Und dann aber die Karte ist gut. Zu der Elephant in the Room, was wir letzte Woche ja leider ausgespart haben, aber was ja total der Zirkus wird, ja? Mike Tyson. Ja. Ja. Ist das ein Showkampf oder ein echter Kampf? Es ist ein mega Showkampf. Es ist ein Showkampf. Ich bin glücklich, dass wir letzte Woche nicht drüber geredet haben, weil letzte Woche hätten wir es ernst genommen. Jetzt ist es eine totale Blamage. Ja, ist so. Was denn rausgekommen? Die Regeln. Hast du nichts gehört von den Regeln? Nee, ich habe gar nichts gehört. Also es wird komischerweise gemunkelt, es ist noch nicht bestätigt, aber es wird wohl gesagt, Mike Tyson muss ein bestimmtes Gewicht haben, während Jake kann wohl machen, was er möchte, der kann wohl zunehmen, wie sonst was. Jake kann wohl sich so eine Trainingsmaske aufsetzen. Nee. Dann kann er seinen Bruder dazu rufen, also Tag-Team-mäßig. Und er darf Performance-Enhancing-Drug schmeißen, bis er nicht mehr stehen kann. Aber das mit seinem Bruder? Das habe ich jetzt wirklich gehört. Also das soll das Abstruseste, was ich gehört habe in diesem Regel. Wie klatschen sie sich ab? Sein Bruder, die kommen sogar zu zweit, können. Sein Bruder hat in dem Podcast gesagt, so, ja, die haben mir das auch angeboten, dass ich gegen Tyson kämpfe und ich habe abgelehnt. Und in einem anderen Podcast hat Jake Paul gesagt, so, ich weiß nicht, warum mein Bruder mich so als zweite Wahl darstellen will, weil er wurde nie gefragt, ob er gegen Tyson kämpfen soll. Deswegen dachte ich mir... Also das waren jetzt wirklich... Aber wirklich mit der Maske? Ich hoffe, Tyson haut ihn trotzdem rüber ab, ey, ohne Scheiß. Ja, ein Schlag, Videos gesehen von seinem Training, also das sieht wieder gut aus, aber das ist halt immer dieses leichte, schnelle 30 Sekunden und dann ist er wahrscheinlich schon wieder... Aber platt, das reicht, also. Reicht. Ja, der hat den 27 Sekunden. Aber auf jeden Fall, die Regel, die ich gehört habe, war Performance Enhancing Drugs, darf Jake sich schmeißen, er kann egal welches Gewicht haben, wenn Tyson muss ein gewisses Gewicht vorweisen. Dann gibt es wie auch die Maske und Henry? Bruder. Und dieser Bruder. Der soll die beide zerstören. Das wäre super geil. Ja, das wäre sowieso ein Show. Dass der Typ ja allein so groß geworden ist beim Boxen, ist schon eine Blamage, ey. Das ist echt eine Blamage. So, dann kommt ein YouTuber und boxt Boxer weg oder so. Das ist doch Blamage, ey. Und dann müssen wir natürlich darüber Francis Ngannou und reden. Krass. Gab es auch sehr viele Verschwörungstheorien. Aber das war klar. Ja, und außerdem, Drake hat auf Ngannou gesetzt. Da war klar, dass Ngannou verliert. Ja. Es gab ja diese eine Perspektive, wo es aussieht, als hätte er nicht erwischt. Ja, aber das der sieht hat ihn aus, erwischt. Als wäre das so... Wär der hat, das ja, hat ja, aber der hat ihn leicht hier an der Stirn erwischt. Und glaub mir, wenn Joshua dir so eine gibt, oder hätte ihn Ngannou Joshua so getroffen, wäre er auch geflogen. Also sollen mir nichts erzählen, ey. Dann im letzten Knockout, da hat er eindeutig getroffen. Also was erzählen ja, die da? Ja, ich hab... Ach, keine Ahnung. Das ist immer, die suchen immer so Fake-Dinge. Die versuchen ja, immer so... Ja, keine Ahnung, warum die das alle so hart versuchen. Ja, weil die mal so nicht einsehen können, dass ihr Kämpfer verloren hat. Aber es ist relativ früh, ne? Zweite Runde? Zweite Runde. Und ich habe am Anfang nach dem zweiten, zweiten Jab von Anthony Joshua gegen den Oberkörper von Ngannou, hat der Ngannou eine linke geworfen und der Joshua so, guck, einfach drunter. Und habe ich mir gedacht, wow, der ist viel zu schnell für den. Viel zu schnell. Und dann habe ich gemerkt, okay, ist vorbei. Ich habe das beim Aufwärmen schon gesehen. Der hat irgendwie eine Kombo gemacht, der schon, bam, 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 bam. Und dann siehst du Ngannou. Boah, hab ich gesagt, ey, das wird nichts, das wird gar nichts. Hm. Es wäre Lucky Punch vielleicht. Das wird gar nichts. Das wird gar nichts. Das wird vielleicht ein Lucky Punch. Aber das war schon klar. Aber dass er so K.O. haut, hätte ich nicht gedacht. Also, ich dachte, das geht ein bisschen länger oder so, ne? Aber das war wichtig fürs Boxen. Egal. Alle Boxer haben sich wahrscheinlich draußen gefreut. So. Ja, der Eddie Hearn hat sich auf jeden auch Fall. Auch die Boxer alle Boxer, ich sag dir, alle Boxer haben gesagt, endlich so. Die sollen mal wissen, aber war bitter für Tyson Fury dann dabei zu sitzen. Ja, aber Tyson Fury hat Ngannou nicht ernst genommen. Ich wette mit, der hat nicht mal trainiert für Ngannou. Selbst die Boxhandschuhe haben sich gefreut. Echt? Und das passiert selten. Sehr selten. Einmal in zwei Monaten. Ja. So. Warte, ich muss euch ein Video zeigen. Moment. Was ist das für eine? Habt ihr nicht gesehen? Nee. Komischerweise wird es nicht so hart diskutiert, obwohl es wieder so einer da ist, dieser Fehltritt 2024 quasi. Mr. X, gucken Sie. Was ist da passiert? Ich mach noch Lautstärke und so. Who dat? This video of Madonna calling out a fan for sitting at her concert is going viral. What are you doing sitting down over there? Why are you doing sitting down? That's because the fan was disabled. Oh, okay. Politically incorrect. Sorry about that. I'm glad you're here. I write something on it. Kann passieren. Sollte nicht passieren, wenn man einen Rollstuhl sieht, so, ne?
Aber einfach mal so als blinde 65-jährige Frau ins Publikum gucken und sagen, ey, wieso sitzt du da? Steh mal auf, was ist mit dir los? Und so. Ich habe aufgestanden. Dann hätten wir eine Jesus-Situation gehabt. Das wäre richtig gewesen. Wird ihn verklagt. Ja, das ist doch. Ich meine, das Gleiche hat auch, um fair zu sein, ne? Man muss auch sagen. Pferd? Was ist ein Pferd? Was ist ein Pferd? Um fair zu sein. Um fair zu sein. Warte. Warte. Ich muss lachen, es geht nicht. Lach nicht. Auf fair zu sein, gab's das schon mal. Similarly, in 2014, during a concert in Sydney, Australia, Kanye stopped his whole concert because one person was sitting, only to come to the same realization. Who left that? I don't want to stand up. This is the longest I've had to wait to do the song. It's unbelievable. Now, if he is in a wheelchair, then it's fine. And is he in a wheelchair there? Only if he's in a wheelchair. He says, cool, is the wheelchair? You got this? Okay. Like we always do with this, sir! Ja, auf jeden Fall war das für mich so. Das Video ist echt untergegangen irgendwo. In den Tiefen des Internets. Ja, schön. Die Madonna, ne? Lebt die noch? Die lebt noch und ist noch unterwegs. Ja, die hat eine Gucci-Tasche gekauft. Kabbala-Mix. Ja, eine Gucci-Tasche gekauft. So, dann lass uns mal den Aufreger der Woche machen. Aufreger. Ja, müssen wir drüber reden, ist für mich gerade ganz frisch reingeschnattert. Reingeschnattert. Ja, geflattert. Was denn? Sagt euch Moderatorin Candace Owens was? Ja. Candace Owens, ich weiß nicht genau, wo sie herkommt und sowas, aber sie ist wohl Reporterin auf dem Daily Wire-Kanal. Das ist mehr so ein rechter Kanal, der so ein bisschen mehr auf diese liberale Welt so ein bisschen kritisiert und sowas. Ne? Konservativ. Ja, ich weiß, ich kenne die. Ich kenne die. Sie hat jetzt diese Woche behauptet, sie hätte sich durch ein langes Schriftstück auf Französisch durchgequält, um rauszufinden, dass wohl die First Lady of France wohl eine Francis. Trans ist. Brigitte Macron. Es gibt wohl, wie bei Michelle Obama, gibt es keine Fotos von Big ihr, Mike. Bevor sie 30 ist. Also die Geschichte ist so. Aber ne? Es gibt Fotos von ihrem Bruder, bevor sie 30 ist. Also die Geschichte geht so. Also Macron war ein 15-jähriger Schüler und hat sich wohl mit Brigitte wohl ein bisschen sehr gut verstanden. Sie war sehr angetan von seinem künstlerischen Aufgeweckten. Füller. Ja. Pinselchen. Und dann hatte sie aber zu dem Zeitpunkt eine Ehe mit 3 Kindern. Aber davon gibt es keine Bilder. Es gibt keine Bilder über die Schwangerschaft, es gibt keine Bilder von ihrem Ehemann. Ihr Mann, der manchmal auftaucht, wird manchmal aber nur als Studienkollege irgendwie deklariert. Also es gibt auch wirklich da in diesem Bereich nicht wirklich was Repräsentierbares. Und dann sind sie ja zusammengekommen und ist jetzt die First Lady. Und die Töchter gibt es aber. Und sie ist ja 26 Jahre älter. Aber wenn es Töchter gibt, dann... Er kann ja auch der Vater sein. Stimmt. Nicht drüber nachgedacht. Aber warte, wie kann man sich denn vorstellen? Also es gibt ein Bild. Es gibt sehr viele Bilder. Es gibt ein Bild, ich weiß nicht, ob das hier in dem Artikel drin ist, wo sie so ein Familienfoto hat. Da sitzt sie auf dem Schoß von der Mutter, glaube ich. Aber das wird auch gesagt. Und dann steht halt ein Kind daneben, das soll ihr Bruder sein. Und das sieht halt genauso aus wie sie. Mhm. Auch der gleiche Zahnansatz und sowas. Und dann haben sie das Foto wirklich so Splitscreen gemacht. Und sie scheint eher der Bruder zu sein, anstatt das Kind. Macron. Und wie alt ist sie? Sie ist 70. 70 und er ist 47, glaube ich. Ne? Wie geht 46. Das? 46. Der ist jünger als ich, der ist so jung wie ich. Ja. Der Drecksack. Das Ding ist nur, es wird jetzt ja gemunkelt, dass jetzt auch bei Obama und sowas, um das in den gleichen Topf zu schmeißen, ist, dass die Eliten manchmal sich solche Pärchen halt nehmen, damit sie halt wirklich an der Kandare haben und dann halt in politische Figuren reindrücken und so. Ja. Reindrücken. Reindrücken, hat er gesagt. Das Ding ist, König Charles. Ja. Es gibt ganz viele Fotos und Videos, wenn er eine First Lady sieht oder eine Prinzessin oder sonst irgendwas, das immer hingeht und die Hand küsst. Küsst die Handchen, Frau. Es gibt aber kein Foto, wo er das bei Brigitte Macron macht. Damn! Und bei Big Mike? Keine Ahnung. Das ist natürlich eine gute Frage jetzt. Ja. Also sie hat wirklich gestern in ihrem Podcast hat sie ein extrem krasses Plädoyer gehalten. Oh, schnell nicht mehr über. Ja. Und sie ist wirklich eine Verfechterin dann von dem, was sie auch steht, wozu sie auch steht und so. Und sie sagt eben, sie hat dieses Dokument durchgeackert und wenn du halt das Problem hast und Macron verbietet sich auch alles, diese falschen Informationen an dir wirklich zu berichten und sowas. Allegedly falsche. Ja, und deswegen sagt sie, wenn du aber in dieser Position bist, leg 2 Fotos auf den Tisch und das Ding ist durch. Ja. Schwangerschaft,
und vielleicht, dass du vielleicht als Kind in irgendeiner Universität warst oder keine Ahnung was und so. Ne? Egal was. Und das wär's. Wie la France, aber gibt, das nur. Aber es gibt da Menschen, die keine Fotos machen. Nein. Heutzutage? Ich mag auch nicht meine Fotos im Netz. Ja, im Netz, aber du hast auch Privatfotos. Du bist ein Bär. Hab ich auch nicht. Deine Eltern haben von dir, deine Bären-Eltern haben von dir Fotos gemacht. Deine Cups. Nie. Cups-Foto. Wirklich, so, als du noch in die Windeln geschissen hast und so. Donald Trump hat wohl schon mal gesagt, dass er Informationen über Macron hat und über Macrons Ehe. Und dass er die Menschen schockieren würde, wenn er die preisgeben würde. Und man hat Macron in einem Fernsehinterview mal drauf angesprochen. Und dann meinte er, also wenn Sie mehr wissen als ich, dann geben Sie mir gerne diese Informationen, weil ich weiß nicht, wovon er redet. Das ist schon alles sehr krass. Ja. Krass. Also es war ja schon ein Schocker, dass er so eine Alte hat. Ja. Ne? Aber das ist, wenn das noch ein Typ ist. Es gibt ja Männer, die stehen so ein bisschen auf dieses, ich will jetzt nicht sagen Oedipus-Situation, aber der ist ja auch bei Merkel immer extrem um den Hals gefallen und sowas. Also er hat diese Affinität für ältere Frauen, hat er immer auch nachher nach außen getragen. Und so, ne? Frauen. Ich dachte, sie auch? Also wir kennen es Owens bald wie, der hat auch gesagt, wie so, Josh, hat gesagt, John Barnett. Der hat gesagt, John, als sie ihn getroffen hat, sind sie Angelo Merten? Angelo Merten? Also wenn die bald... Candace Owens, die geht ja auch auf Universitäten und legt sich mit den ganzen LGBTQ-Leuten an und so, ne? Die wurde jetzt auch, kennst du diesen Rabbi Schmolli oder wie der ist? Ja, die hat ihn ja richtig, der hat ja Zoff mit. Der hat sie wohl als N beschimpft, ne? Echt? Mit dem N-Wort. Wee, und dann hat sie ihn geblockt und so. Neuigkeiten. Und irgendwie ist so, die Leute so, ja, der ist, so, okay, der ist doch Rabbi. Achso. Der dürfte das ja eigentlich gar nicht sagen. Ist nicht rabiat. Aber weil es gesagt hat, ist es nicht schlimm. Krass. Ja, also da wirklich, da spielt sich oben, da gibt es so langsam so Brüche, es werden so zwei Parteien so, und dann gibt es bald, bumm, Kisch. Habt ihr gehört, dass Kisch schmeckt gut. Dänemark jetzt auch, ne? Ich glaube, Dänemark hat jetzt gesagt, ja, was haben wir schon besprochen? Nein. Dass es nur zwei Geschlechter gibt. Nein. Dänemark holt jetzt Frauen ins Militär. Ach so, das habe ich nicht gehört. Die rüsten auf ohne Ende. Ich glaube, das ist Dänemark. Die rüsten auf ohne Ende und die sagen... Ja, die allgemeine Wehrpflicht. Wir rüsten das... Ja, aber nicht nur... Nein, die rüsten richtig auf. Die haben auch richtig wie viel 1,4 Milliarden oder so reingesteckt und so. Ne? Die haben gesagt, wir rüsten nicht auf für den Krieg, wir rüsten auf, damit wir keinen Krieg machen. Ein bisschen komisch, ne? Ja. Dass alle auf einmal, die Schweden, Dänemark, England... Ja, mit denen kann man es machen. Bush, ne? Something in the bush. Das war gut. Was hat er gesagt? Mit denen kann man es machen, hat er gesagt. Oh. Oh. Mit denen oder mit denen? Mit denen und dann. Mit denen. Mit von dann. Ja, Macron, der alte Makrele. Das ist ja krass, das bin ich jetzt aber auch überrascht. Der ist früher Makrele. Ja, das ist relativ frisch, ne? Das ist heute reingekommen. Ja, diese Woche. Ganz frisch. Passiert. Also es ist wirklich, man denkt... Hau raus, Hamzun, du hast was. Es ist so, teilweise hat das was mit diesem Thema zu tun. Mit... ältere Leute und dann und jüngere und Teile. Sexualität. Der Darsteller, der Schauspieler von Squid Game. Ist ja koreanisch. Squid Game, der alte Opa. Tintenfisch. Ja. Für 8 Monate im Knast wegen Sexual Assault gegen eine Frau. Nee. Und weißt du, wie der heißt? Ja. Oh, Young So. Oh, Young So. Oh, Young. So Young. Und im Internet alle so, was, nur 8 Monate? Seid ihr, ey, ihr wisst doch nicht, was passiert ist. Vielleicht hat er nur eine Frau so kurz an Pogo gegrapscht oder so. Und vielleicht hat er nur, vielleicht hat er nur was gesagt. So. Aber vielleicht hält er auch nicht 8 Monate in Korea. Ja, die meisten sagen, in 8 Monaten lebt er doch gar nicht mehr. Aber der darf das nicht. Wenn eine Frau meine Nippel berührt, sage ich auch, ey, was soll das? Ich habe was Lustiges im asiatischen Raum. Zwei lustige Sachen. Ja. Hau raus. Zwei Pferde liefen. Kennt ihr Sun Wukong? Diesen Affenkönig? So eine... So eine Affengottheit. Ja, ja, der Affenkönig, natürlich. Ja. Du kannst in China, kannst du dich als Sun Wukong bewerben und dich verkleiden. Machst du gut Shorts. Dann siehst du aus wie der. In Shorts. Und dann kletterst du in so Steine rein, in so ein Loch und dann kannst du von Touristen gefüttert werden. Kriegst du $1,100 im Monat. Ja, super. Dann musst du so tun, als wärst du der Affenkönig. Und dann kommen die und halten dir eine Banane hin und dann musst du essen. Das ist viel Geld für 1.500. 1.100. Wie viel Durchschnittsgehalt? Ich schicke dir das, Marcel. 800 vielleicht, 700. Kann ich dir schicken, Marcel. Echt? So wenig? Im Monat. Ne? Ja. Russland, glaube ich, ist auch so 700, 800. Bin in Polen auch 800. Also, wenn du hier, glaube ich, 3.000 brutto verdienst,
oder über 3000 brutto gehörst du zu 10% Deutschland, 5% oder so. Ja, Polen, wie gesagt, 800. Das ist lohnt. So ein Wukong. Boah, wie viel musst du denn da essen? Ja, das ist die Frage. Aber das Beste, da steht Touristen. Das sind alle Chinesen. Ja, die China ist groß. Die kommen ja von hier. Aber der sitzt bestimmt auf Klo. Ja, der wird immer, der nimmt immer mehr zu und kommt nicht mehr raus aus dem Loch. Guck mal, der muss das essen und unten bestimmt, der sitzt bestimmt auf der Toilette, alles was er essen. Die Menschheit dreht durch. Ja, so, und das nächste Thema kommt aus Indien. Es hat nicht wirklich was mit Streetfood zu tun, aber das ist schon merkwürdig. Da hat ein Typ Reis auf seinen Kopf gepflanzt. In an extraordinary feat, a man in India, after 40 years of rigorous ascetic practice, has managed to grow rice on his head, aiming to become known as the father of rice in his country. Dismissing conventional farming as mundane, this ascetic believes he has reached the pinnacle of spiritual achievement, transforming the seemingly impossible into reality. The sight of lush green rice thriving atop his head is a testament to his success. Due to the upright growth of rice, he has adapted to a lifestyle of perpetual sitting, since lying down could harm the crop. His four decades of discipline have made continuous sitting second nature. To maintain the growth, he periodically waters his cranial crop to keep it moist, ensuring optimal growth until it's time to harvest, replant, and continue the cycle. Outsiders may view his actions as folly, but for him, it's a profound expression of spiritual power and divine faith, inaccessible to the average person. Upon removing his turban, and it's revealed that the rice roots have intertwined with his hair, forming a single mass. The rice on his head has become his top priority, fiercely protecting it from any interference, considering it not just a personal insult, but also a desecration of his spiritual journey. Open about his unique cultivation method, he shares his story with journalists, hoping to spread awareness and potentially his innovative approach. Der hat seit 40 Jahren nicht mehr geschlafen, der also gelegen. Hat er gesagt, oder? Ja, der sagt, der kann sich nicht hinlegen. Muss nur sitzen. Ich habe auch gesehen, dass ein Inder so ein Guru so 40 Jahre lang seinen Arm so hat. 40 Jahre, schon abgestorben und alles. Ja. Kann nicht mehr bewegen, kann auch nicht amputieren. Nee, gar nichts, ist so, 40 Jahre lang. Heftig. Es gibt Sachen, die gibt es nicht. Mama, bitte weg, das Foto von der, von dem, von da. Von beiden. Von Macron. Von beiden. So. Es gibt ja immer international so einen Wettbewerb zwischen so Special Forces, ne? Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es eben einen Polizeikontest, ne? Und da konnten halt wirklich sich die Teams bewerben und konnten ein bisschen ja zeigen, was sie drauf haben, ne? Was sie international auch mit SWAT-Teams machen und sowas, ne? Ja, GSG 9 hier in Siegburg hat immer gewonnen. Oder die gewinnen meistens. Also, ja. Hangela. Und die Chilenen sind auf die tolle Idee gekommen, da ein Frauenteam hinzuschicken. Oh Gott. Und das ist schon im Februar gewesen, aber irgendwie hat das erst spät die Runde gemacht. Weil die dann, die hatten ein paar Probleme auf dem Kurs, dass sie es, sagen wir mal so, sie sind halt nicht weit gekommen. Und es gibt halt diese Spielregeln, dass sie das. Sind da schon gescheitert, oder? Die sind da schon gescheitert und das ist halt, du darfst nicht das Wasser berühren und wenn du das Wasser berührst, musst du halt wieder von vorne anfangen und sowas. Ne? Und das ist sogar illegal, was sie da macht, mit dem, dass sie die da führt und so. Die muss eigentlich auch wieder von vorne anfangen, jetzt schupfen sie sich gegenseitig. Oh Gott, ey. Das, ich glaube, das ist nur Taktik, damit die sehen, ach guck mal, die sind so schlecht gerüstet. Und ey, ich wette mit dir, die Chilenen haben die geprankt. Ja. Die lachen, sie haben sich bestimmt totgelacht, die Chilenen. Auf jeden Fall, die haben sich bestimmt totgelacht. Chilenen oder Chinesen? Chilenen. Also mega peinlich. Also es ist wirklich, du schickst dann das Wort an den und dann schaffst du es nicht. Ich wette mit dir, die haben sich einen Spaß draus gemacht, ja, die ganzen Offiziere und so. Haben und viele gesagt, Enchiladas wir schicken euch. Zeig den Araber mal. Warte. Es geht auch weiter. Die werden sagen, die werden daraus einen Film machen. Wahrscheinlich, ja. Wir schreiben schon das Buch. Ihr werdet zu so. Und die wollen gesponsert werden von den Arabern da. Sagen hier. Weil ihr seid so schlecht, wir unterstützen euch bei der Ausbildung. Bäuerinnen wahrscheinlich so irgendwie. Warum? Aus Chile geschnappt. Und warum? Neuer Film. Tiran más dos tetas, que dos carretas. Ja. Zwei Titten ziehen mehr als zwei Schubkarren. Ja. Ist so. Ist so. Hab ich heute gelernt. Alle Sprichwörter, die auf anderen Sprachen sind, geben ebenfalls Sinn und machen, sind auf jeden Fall richtig. Ist so. Ist so. Ist so.
Bis sechs. Wir werden bestimmt gecancelt, deswegen. Abschluss. Abschlussthema. Ja. Zu unserer noch nicht eingeführten, aber sollten wir mal machen, Theorie, Städte, die oder Länder oder Inseln, die sich aufgegeben haben. Mit Städtenamen. Generell auch mit Städtenamen. Banana City, ne? Banana. Kommen wir zu einer komischerweise noch nicht mal so weit entfernten in Portis Lake in Nova Scotia. Gibt es einen Bereich, wo die Städteplaner gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und zwar dieser Bereich, der da unten markiert ist. Warte mal, ich schiebe das mal hier hoch. Das ist dieser Marina Park, ne? Mhm. Ja, habe ich schon mal gehört. Marina Park, gibt es drei Straßen. Okay. Ja, also vielleicht war es kurz vor Feierabend, vielleicht war noch Urlaub, wer weiß, ne? Aber sie haben halt angefangen und gesagt, das ist That Street. That Street. Sorry, zu laut gleich. Es bleiben noch zwei übrig. This Street. This Street? Jetzt ist die Frage. That, this. Was bleibt jetzt? Was könnte man noch sagen? So, ey Junge, wir müssen Feierabend machen, wir wollen nach Hause. Was ist das? Here Street. The other Street. The other Street. That Street, this Street. Those Street. Oder these. Ja, was jetzt? Wir haben jetzt hier. This Street. This Street? Ja, aber this gibt ja schon. Nein, the. The Street, okay, the Street. The Street. Und da? Ja, ich würde sagen, the other oder these? These Street. Nee. These habe ich. Hier, du hast hier Street gesagt. Das ist hier. Hurricane Street hast du gesagt. Ich sag the other. Respekt. Echt, the other? The other Street. Oh Gott. Jetzt musst du mal überlegen, wenn du den Leuten erzählst, so, wo lebst du? Ja, aber on this Street. You mean on that Street? No, it's this Street. No, the other Street. Ah, you mean the other Street? Krass. Ey, warum? Ja, die haben keinen Bock mehr gehabt. Der Hammer. That Street, which Street? That Street. This Street, no, the other Street. Hast du da nicht gedreht? Du musst Dingens wegweisen. Ja, genau. You take this street, then you turn into that street. And then you're on the other street. Und vor allem, du bist an der that street und sagst, you take this street, so that street, und dann schießt du dann so, hä, das ist doch falsch. Aber da gibt's ja nur die, da sagt that street und this street. Easy. Ja, meinst du, stehst auf der other street? Das wäre problematisch. Das ist schon echt. Wie kommen wir da auf sowas? Ich wäre gern dabei, wenn man sowas entwickelt. Ich habe mich bestimmt totgelacht. Ich sag dir, die waren kurz vor Feierabend oder irgendjemand hat so gewürfelt, so wie letzten. This, that and the other. Weil da oben gibt es ja diesen Cancer Drive. Die haben sich bestimmt gedacht, so, warum sollen wir uns Namen ausdenken und so? Die Scheiße hat doch nur drei Straßen. Ja. Welche? Diese Straße? Ja, diese Straße? That and the other street. Ja, okay. Genau wie die Frau, die mit Nachnamen Nein heißt. Und wie heißen sie? Nein. Der so, nein. Und die so, ja. Der so, ja, nein. Es geht die ganze Zeit so weiter. Ja, oder der, Menschen, der Mann, der Bert heißt. Wie heißen sie? Herbert. Mit Vornamen? Herbert. Herbert, Bert, Bert. Herbert, Bert, Bert. Nein, Herbert. Ach so, Herbert. Herbert, Bert, Bert. Herlinghaus. Linghaus? Nein, Herlinghaus. Ja, also wenn ihr uns das nächste Mal sucht, sind wir in dieser Straße, in der anderen Straße. I'm on this street. On this street, that street. I don't care street. Bis nächste Woche. Haut rein. Yeah. Selbst stimmt, mein Kollege. Weil anders kriegst du. Warte, sitz ich hin, ich mach Foto danach.